analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Philosophie, Linguistik, Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzt Paul, ein Linguist. Hi. Und im heutigen Podcast geht es um Prokrastination. Wir dachten uns, das ist ja jetzt, das kommt wann raus? Am 1. Januar, ne? Neujahr, genau. Ja. Das ist ja auch klassischerweise der Feiertag, wo man über Vorsätze redet. Und ein Vorsatz ist wahrscheinlich, nicht mehr alles aufzuschieben, also für viele. Ja. Und dann dachten wir, gucken wir uns vielleicht dieses nicht mehr alles aufzuschieben etwas genauer an. Und das ist ja klassisches Prokrastinieren. Ich finde es lustig, weil ich dachte, Neujahr ist der erste Tag, wo man mit dem Prokrastinieren, ist eigentlich der heimliche Feiertag des Prokrastinierens, weil man doch meistens sagt, im neuen Jahr werde ich X nicht mehr machen oder X noch mehr machen als sonst. Also was weiß ich, wenn X was Gutes ist, dann müsste ich mehr Sport machen oder weniger rauchen oder so. Aber heute ist ja noch Neujahr. Deswegen, heute ist ja noch ein Feiertag. Ich fange morgen an und dann fängt schon das Prokrastinieren an. Könnte sein. Ja, oder man ist gerade so motiviert, dass man erstmal, was auch immer, ins Gym geht oder so. Mhm. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, was auch zum gute Thema, gute Vorsätze fürs neue Jahr passt, ist unser Podcast. Also das machen wir eigentlich immer. Ja, das machen wir, also ja, für uns aus gesehen natürlich, weil wir, das machen wir ja immer in der, glaube ich, um die Jahre, den Jahreswechsel rum. Das heißt immer, wir haben es das erste Mal vor einem das Jahr. Das zweite gemacht. Mal machen wir. Jetzt machen wir es das zweite Mal. Ab jetzt kann ich also sagen, immer. Ja. Bitten wir euch um Feedback. Also wir haben, werden da wahrscheinlich auch noch bei Instagram eine Umfrage machen, aber wenn einige von euch nicht bei Instagram sein sollten, bitten wir euch echt immer, also wie Rebecca schon mal in irgendeiner Folge so schön gesagt hat, dass ich es mir auch sofort gemacht habe, war, sobald wir wissen, dass es mindestens eine Person gibt, die sich für eine Folge interessiert, freuen wir uns mega, sie zu machen. Ja, voll. Und das heißt, ich weiß noch, dass nach dem letzten Jahr ganz viele Leute gesagt haben, mach doch mal mehr linguistische Inhalte. Dann haben wir uns auch die Mühe gemacht, da mehr zu recherchieren. Ich habe auch das Gefühl, wir haben echt viel Gesprächsanalyse und sowas gemacht. Ja, genau, viel Gesprächsanalyse. Wir hatten diese Folge über die Entstehung von Wörterbüchern, die auch viel geklickt wurde und so. Stimmt. Also, wenn euch sowas interessiert, gerne, also egal, was euch interessiert, wenn ihr nochmal zurückdenkt ans letzte Jahr, fallen euch ja bestimmt ein paar Folgen ein, wo ihr dachtet, davon gerne mehr. Mhm. Mehr Gäste, GästInnen oder mehr Vorschläge für GästInnen von euch sind alle herzlich willkommen. Jetzt sind wir schon so lange dabei, dass wir uns auch trauen, wildfremde Menschen anzuschreiben. Auch wenn ihr euch selber anbietet, in den Podcast zu kommen, gerne. Selbstinitiativ finden wir ja gut. Genau. Könnt ihr auch machen. Ja, und also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, mehr davon, noch das noch intensiver, oder habt ihr schon mal daran gedacht, X zu machen, was ihr noch nie gemacht habt oder so, würde doch zu euch passen. Also wir sind mit allem, wir denken über alle Vorschläge nach und das macht uns Spaß, darüber zu diskutieren. Voll. Der Podcast ist und bleibt ja ein Hobbyprojekt, und wenn Menschen sich für das eigene Hobby interessieren und sagen, hast du nicht Lust, noch X zu machen, dann denkt man da ja gerne drüber nach, weil es ja eigentlich nur Spaß ist, ne? Also bitte alle Vorschläge an uns schicken. Gerne bei Instagram, wenn ihr uns da folgt, oder bei YouTube könnt ihr das in den Kommentaren schreiben, oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Das ist analytischer-kaffeeplausch@gmx.de. Mhm. Da müssen wir auch mal häufiger. Wir gucken sehr selten nach Mails, weil wir nie Mails bekommen. Ja, aber ich kann mich. Aber vielleicht kriegen wir ja jetzt. Ich kann mich immer noch erinnern, dass wir einmal eine Mail bekommen haben von jemandem, die geschrieben hat: Ja, ich bin eine fremde Person, die euch hört. Das war ziemlich am Anfang unseres Podcasts. Super nett, ja. Wir denken ja mal nach das gerne wieder. Zurück. Genau. Wirklich. Und wir haben ja jetzt ein bisschen, wir sind ja jetzt schon länger auch auf Instagram und machen da gerne sowas wie Umfragen. Wenn wir eine Studie besprechen, dann machen wir das manchmal so, dass wir im Vorhinein Teile dieser Studie auch mit euch teilen und ihr seid dann sozusagen auch TeilnehmerInnen der Studie, und dann sprechen wir ja auch oft in der Folge darüber, dass so und so viel Prozent von euch das und das angekreuzt haben. Mhm. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, uns bei Instagram zu folgen. Und wir haben jetzt vor kurzem auch ein bisschen Reels für uns entdeckt. Das ist ja so ein Feature von Instagram, so kleine, maximal 90-sekündige Videos. War ganz witzig, wir haben über Weihnachten hatten wir diese, oder ich glaube Nikolaus war das, hatten wir diese random Idee, wir könnten ja backen und so Ausstechkekse machen in Form von linguistischen oder philosophischen Plätzchenformen. Ja, ja. Und haben dann, Paul hat sich irgendwie sowas wie 5 Motive ausgesucht und ich habe welche. Dann haben wir versucht, das so mit dem Messer zu schneiden, dass es wirklich so aussieht wie ein Gendersternchen und der Hasenentenkopf von Wittgenstein, und haben euch dann auf Instagram raten lassen, was das ist, ob man das gut erkennt, und haben dann zur Auflösung eben so ein Reel gemacht, weil wir dachten, ach, wenn wir das in die Story packen, dann sind das so 10 Slides, das guckt sich auch keiner an. Also dachten wir, wir machen so ein Video. Das war wirklich der einzige Grund. Und aus irgendwelchen uns unerfindlichen Gründen wurden diese Reels total viel geklickt. Also sowas wie
600 bis 800 Leute haben sich das angeguckt. Ich weiß nicht genau, ja, warum. Ja, ja, ja. Wir haben nicht mal irgendwelche Hashtags gemacht. Das ist einfach so passiert. Ja. Und dann dachten wir, Moment, das könnte man ja auch nutzen. Ja, ja. Und haben dann nochmal ein Reel gemacht zu Benjamin Blümchen. Da haben wir ja eine Folge gemacht, wie politisch ist Benjamin Blümchen. Und dann haben wir ein kurzes Reel gemacht, wo wir die Folge anteasern und so ein bisschen sagen, warum das interessant ist, in unsere Folge reinzuhören. Und das haben sich einfach über 13.000 Leute angeguckt. Ja, auch keine ja. Ahnung, wie das passiert ist. Aber offensichtlich erreichen wir ja dadurch auch neue Leute, die auf unseren Podcast aufmerksam werden. Deshalb dachten wir, vielleicht benutzen wir das jetzt immer mal wieder. Nicht immer, aber wenn wir das Gefühl haben, es macht Sinn, einfach kurz zusammenzufassen, was in der Folge passiert, dass wir das, dass wir da ein kleines Reel zu machen und das hochladen. Das ist ja auch für alle interessant, die uns schon folgen, um zu gucken, ah, ist die Folge interessant für mich oder nicht. Deshalb schreibt uns da gerne, ob ihr, zum einen, ob ihr da Tipps für uns habt. Wir haben da echt gar keine Ahnung, wie man so ein Reel macht, ehrlich gesagt. Das sieht man sicherlich, wenn man sich unsere Reels anguckt. Aber auch, wie ihr das so findet. Also, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ich hoffe, das nervt nicht. Irgendwie, wenn ihr uns jetzt folgt und das Gefühl habt, oh, das ist mir zu viel. Irgendwie, wenn ihr jetzt noch Reels macht, sagt uns das gerne ehrlich. Wir dachten halt, ah, es ist ganz cool, jetzt sind auch neue Leute dazugekommen. Aber vielleicht ist es auch nervig. Deshalb sagt euch ehrlich, was ihr darüber denkt. Ja, ja, auf jeden Fall. Man hat dann immer so ein bisschen Angst, Leute irgendwie zu überschütten mit den eigenen Inhalten. Also es würde nicht passieren, machen das nicht jede Woche oder so, aber halt so ab und zu mal. Ja, ja. Ich habe auch die Theorie, dass Instagram das extra macht, dass die ersten zwei, drei Reels, die man macht, extra so ein bisschen gepusht werden, dass man denkt, das lohnt sich voll. Und dann macht man die übernächsten und dann wird das gar nicht mehr so viel geklickt. Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Ich meine, es geht uns ja auch nicht darum, jetzt irgendwie immer mehr und mehr Leute zu erreichen, sondern zum einen ist es natürlich einfach witzig auch, das ab und zu mal zu machen, finde ich, so ein kleines Reel. Und zum anderen ist es natürlich cool, wenn so eine, selbst wenn eine Person irgendwie dazukommt und denkt, ach, der Podcast interessiert mich, jetzt höre ich auch mal rein, ist es ja schon irgendwie cool. Ja, und ich meine, jetzt haben wir schon über 85 Folgen. Ich glaube, das ist jetzt die 87., die wir machen. Ne? Und ich glaube, wir sind schon... Wir haben hier schon 90 Folgen. Ja, so wenn wir die Vorstellungsfolge, die wir als Folge 0 deklariert haben. Offiziell ist die Nummer dieser Folge wahrscheinlich 87, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, ja, und die und ich meine, das heißt, selbst wenn jemand auf uns stößt, dann wird die Person ja im Optimalfall vielleicht zwei, drei Folgen finden, die sie interessant findet. Und weil wir ja einfach ein breites Portfolio sozusagen an Angeboten haben. Ne? Also sich von den flirtenden KIs, ich glaube, eine unserer ersten drei, vier Folgen oder so, bis hin jetzt zu der Frage, ob der Weihnachtsmann, ob man Kindern vom Weihnachtsmann erzählen sollte, im Sinne von, dass das ja eigentlich eine Lüge ist und so. Das sind ja alles Themen, die man dann so entdecken kann. Genau. Und jetzt noch ein letztes, bevor wir dann endlich zum Prokrastinieren, denke ich mal, kommen, ist noch kurz, wir machen das wirklich echt selten und ich hoffe, das ist okay, dass wir es so einmal im Jahr machen, aber falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch gerne bei der Plattform, wo ihr uns hört, also bei Spotify oder YouTube. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute uns regelmäßig hören, aber nicht abonnieren, weil sie das Gefühl haben, das bringt uns nicht. Es ist aber tatsächlich so, also zumindest denke ich, dass es so ist, dass je mehr AbonnentInnen man hat, desto häufiger wird man auch anderen vorgeschlagen. Deshalb, es hilft uns auf jeden Fall und es hilft uns auch, wenn ihr uns bewertet. Bei Spotify kann man ja Sterne geben. Ja. Deshalb, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht es doch gerne, das würde uns sehr freuen. Oder halt bei YouTube, wenn ihr bei YouTube seid. Und wie gesagt, wenn ihr bei Instagram seid, dann folgt uns doch auch dort. Und das reicht jetzt auch. Genau, genug. Ich finde, einmal kann man das genau sagen. Jetzt haben wir aber das Thema Prokrastination genug aufgeschoben. Jetzt kommen wir dazu. Genau. Ja, vielleicht passend noch zu dem, zu der Einleitung, ne, mit dem, warum Neujahr vielleicht das heimliche Fest der Prokrastination ist, weil man da schon anfängt, Dinge auf morgen zu verschieben. Weil passt natürlich immer zur linguistischen Herangehensweise, man guckt, woher kommt das Wort, und das kommt ja erstmal aus dem Lateinischen, und Krastinum heißt einfach nur morgiger Tag, und es gibt lustigerweise auch das Phänomen der Präkrastination, das heißt, wenn man versucht, möglichst viel vor morgen zu erledigen, also Dinge, wo es auch reichen würde, sie morgen zu schaffen, macht man halt heute. Das ist natürlich auch so eine Eigenschaft, die Leute manchmal haben, wo sie sich dann ja auch in gewisser Weise überfordern oder überarbeiten, wo sie denken, ach, jetzt bin ich gerade, also ich kenne das auch, leider habe ich es nicht so oft, vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob man leider sagt. Genau, ne, aber das ist dieses Typische, dass man manchmal so einen guten Tag hat und ist so im Flow und denkt so, boah, wenn ich die Sache jetzt noch mache, dann habe ich ja morgen noch mehr frei, oder das ist alles so Bonus, ne, wenn man schon so alles geschafft hat, was man an einem Tag schaffen wollte, und dann denkt man, wenn ich jetzt noch mehr schaffe, überhole ich ja quasi meine Pläne und bin irgendwie im Vorteil. Das wäre Präkrastination, weil man sozusagen vor morgen alles erledigt, und Prokrastination, man schiebt das auf morgen. Und sagt, ja, das kriege ich auch morgen hin, und da morgen ja nie kommt, sondern morgen ist ja dann am nächsten Tag schon wieder heute, sozusagen, kann man das immer weiterschieben. Ja, das ist eigentlich schon alles, was hinter dem Begriff steckt.
Ich fand's vermeintlich. Es wird dir hier noch eine schöne Definition geben. Das stimmt. Werden wir und vielleicht ist es noch spannend, dass das Wort noch gar nicht so, wie soll ich sagen, noch gar nicht so alt ist. Also ich meine, klar, es ist ein lateinisches Wort und ein Fachbegriff. Aber ich habe mal geguckt, das ist so, zumindest laut dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, gibt es die ersten Belege dafür in den deutschen Tageszeitungen, die ja immer relativ gute Spiegel der Alltagssprache sind, erst 2005. Also so ab 2005 taucht das Wort, glaube ich, dreimal auf in einem Jahr in den deutschen Zeitungen. Und inzwischen ist es halt dann angewachsen. Ja, natürlich ist das so ein Ding, was ja immer und immer relevanter wird und auch auf Social Media dann viel geteilt wird und so. Ja. Und wir gucken uns heute eine philosophische Perspektive auf Prokrastination an. Und zwar haben wir uns einen Text rausgesucht, der heißt Procrastination and Personal Identity, also Prokrastination und personale Identität. Der ist von einer Philosophin von der Uni Montreal. Sie heißt Christine Tapolet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin mir nicht sicher. Vermute, 7 Jahre Französisch haben mich hierher gebracht, nichts zu wissen. Ja. Und der Text ist von 2010. Ist ganz witzig. Ich hatte vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so, habe ich ein Seminar gegeben zu personaler Identität. Wir hatten übrigens noch eine Side Note zu der Side Note. Wir haben schon mal eine Folge zu personaler Identität gemacht. Das ist die Philosophie hinter Körpertauschfilmen. Mhm. Da habt ihr, falls ihr die gehört habt, wisst ihr vielleicht noch, da haben wir auch über personale Identität geredet. Da geht es viel um die Frage, was eine Person über das Leben hinweg zur gleichen Person macht. Also es geht viel auch in diesem Text um personale Identität über die Zeit hinweg. Es gibt auch andere Formen von personaler Identität, zum Beispiel wenn man sich fragt, ob Tiere Personen sind oder ob Aliens Personen sind oder ob Föten Personen sind. Das sind ja auch Fragen der Philosophie. Aber hier geht es um die personale Identität über die Zeit hinweg. Das ist so die Frage, was macht Rebecca mit 31 Jahren zur gleichen Person, wie sie mit 12 Jahren war? Ja. Also was ist das, was macht uns zur gleichen Person? Ja, ich wollte nicht reinreden, aber es passt halt gerade so gut, dass ich sagen wollte, wenn man mit dem Thema personale Identität noch gar nichts am Hut hatte oder gar nichts damit anfangen kann, es ist einfach schlicht dieses, ich hatte erst vor kurzem genauso ein Gefühl, was ich damit total verbinde mit dieser Frage, nämlich, da war ich über Weihnachten eben zu Hause und meine Mutter hat mir so ein Foto von mir als vielleicht 3-jähriges, 4-jähriges Kind gezeigt und weil sie das neulich irgendwo gefunden hat in einem alten Schuhkarton und meinte dann halt, so hast du schon immer geguckt. Und ich war da halt völlig befremdet, als ich dieses Foto angeguckt habe, weil ich sehe da ja einfach nur ein 3-jähriges Kind auf einem Sepia-Foto, was mich irgendwie anschaut. Und ich verbinde damit natürlich gar nichts, aber die Geschichten, die sie drumherum gebaut hat, sorgen ja irgendwie dafür, dass ich das Gefühl habe, das bin ich. Und es ist ja eigentlich, wenn man das rational betrachtet oder wie auch immer, oder logisch betrachtet, ist das ja seltsam, weil ich habe ja wirklich gar nichts mehr mit diesem Kind zu tun, außer, dass ich irgendwie im gleichen Körper stecke. Und genau wenn man anfängt, über solche Dinge nachzudenken, so, was hat das noch mit mir zu tun, dieses Wesen da auf diesem Foto, oder dieses, ist ja auch nur eine Abbildung auf einem Foto, das bin ja nicht ich, ist ja nur ein Stück Papier, wo was draufgedruckt ist und so weiter. Wenn man anfängt, über diese Sachen nachzudenken, dann interessiert man sich für personale Identität. Das finde ich nur so kurz alltäglich. Und zwar um personale Identität über die Zeit hinweg. Man nennt das auch diachrone Identität. Mhm. Und was wollte ich eigentlich erzählen? Achso, genau, ich hatte ein Seminar dazu gegeben zu diesem ganzen Thema aus philosophischer Sicht. Und habe dann natürlich nach Texten gesucht. Und dieser Text ist mir da untergekommen. Und ich dachte, das wäre vielleicht witzig, den mit Studierenden zu lesen, weil natürlich Studierende tendenziell vielleicht auch zum Prokrastinieren neigen. Also wie wir ja auch alle. Aber das ist, ich glaube, wenn man studiert oder wenn man gerade im Lernen ist, kann ja auch in allen möglichen anderen Zweigen der Fall sein, dann kennt man dieses Phänomen vom Prokrastinieren. Das ist so im Diskurs irgendwie drinne total. Und ich dachte, es wäre witzig, wenn wir diesen Text besprechen. Ich habe es dann aber aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr rekonstruieren kann, nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil einfach zu viele andere wichtige Texte waren oder so. Aber als wir dann überlegt haben, was können wir wieder für den Podcast besprechen, dachte ich, ach, das wäre doch vielleicht was. Und dann kam mir deine Idee zu sagen, ist doch eine lustige letzte Folge, die erste Folge im Jahr ist es ja dann. Ja, genau. Und deshalb sind wir heute hier. Genau, im Prinzip ist es sozusagen das heimliche Thema gute Vorsätze. Also so ein bisschen im Hintergrund, könnte man ja sagen. Mhm. Weil Prokrastination ist ja fast das Gegenteil davon, könnte man irgendwie intuitiv denken. Also sie schreibt ja auch sowas an einer bestimmten Stelle, dass sie sagt, das ist irgendwie geht ein bisschen in so eine das, was zum Beispiel Versprechen tun, oder sie erwähnt ja auch später dann gute Vorsätze, sowas wie, ich will mal wieder mehr Klarinette spielen oder sowas, ist dann ihr Beispiel. Fand ich nicht so relatable. Ja, genau, ja. Ja, oder, ne? Genau. Ist auch nur Spaß. Sie sagt, das ist ja quasi so die eine Richtung, ja, man plant was für die Zukunft für sich, was potenziell Vorteile hat oder wo man anderen Leuten was, ne, Versprechen ist ja was Gutes,
also etwas, in der Regel, ja. Ja, klar, genau. Also es gibt ja sozusagen, es ist ja aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive, sprechakttheoretischen Perspektive, gibt es ja sozusagen die kommissiven Sprechakte. Das heißt, Sprechakte, bei denen, das kennt ja jeder, wenn man sich früher für Abifäden Bierkästen auf Kommission gekauft hat, bedeutet das ja, dass die ja nur auf Kommission etwas kaufen, dass der Händler sich verpflichtet, die Kisten wieder zurückzunehmen, unentgeltlich. Ja, also man kann wieder die Kiste mitbringen, wenn jemand sie getrunken hat. Und das heißt, Kommission ist eigentlich nur ein Wort für Selbstverpflichtung und kommissive Sprechakte sind zwar Versprechen, ja, also ich werde morgen beim Umzug helfen, aber es könnte auch eine Drohung sein, ja, sowas wie, wenn du nochmal hier auftauchst, dann verprügele ich dich. Das ist ja quasi auch ein Versprechen, aber was von was Negativem. Ja, genau. Ein negatives Versprechen nennen wir ja klassischerweise dann also Drohung. Und hier geht es ja darum, dass dieser okay, Versprechen oder gute Vorsätze sind irgendwie auf einer Skala dessen, wo sich Prokrastination bewegt, das, was in eine Richtung geht und Prokrastinieren geht in eine andere Richtung. Das ist so ihr erster intuitiver, vielleicht so ein bisschen Beschreibung dessen, was passieren soll. Das fand ich irgendwie schon total spannend. Ja, wobei klassischerweise sind ja Vorsätze Sachen, die man sich vornimmt, aber nie tut. Und deshalb sind sie irgendwie. Aber doch nicht von der Grundbedeutung her. Ja, du willst aber, es ja machen. Ja, klar, sicher. Aber ich will ja auch meine Diss zu Ende schreiben und mach's nicht. Ja. Weißt du? Nee, hast du nicht das Gefühl, es ist schon da auch irgendwie am Poker. Also klar gibt es auch Vorsätze, die man, aber es ist ja auch dieser Witz auch immer dabei, ne? Dass man sich Sachen vornimmt, dass sich ganz viele Leute beim Gym anmelden Anfang Januar und dann nie hingehen oder so. Ja, okay. Es gibt ja, muss ja nicht immer diese Sportsachen als Vorsatz nehmen, aber es gibt ja auch ganz viele andere. Man kauft sich dann halt eine Gitarre, aber spielt nie oder was auch immer, Klarinette. Ja, klar. Deshalb dachte ich, es ist gar nicht mal so weit weg vom Prokrastinieren, diese Art Vorsätze, dass man das so. Weiß ich nicht, dass man sich das überlegt und es nicht einfach macht oder so. Ach, keine Ahnung. Können wir vielleicht nochmal weiter drüber reden. Aber sie fängt ja ganz interessant an, diesen Text, mit einer Anekdote aus einem Buch. Und du hast im Vorhinein gesagt, du guckst dir dieses Buch mal an. Ja, ja, deshalb genau. Kannst du vielleicht starten, weil ich habe mir nur aufgeschrieben, was so die Essenz ist. Ja, ja, ja. Also es ist halt von einem russischer Roman aus circa 1860 namens Oblomov oder wahrscheinlich auch russisch ausgesprochen, wenn ich es nicht ganz nicht Russisch, aber ich kann es antizipieren, vom Polnischen, von dem Franz wahrscheinlich Obromow heißt, aber von dem Autor Iwan Gonczarow. Und da geht es im Prinzip um einen adligen jungen Mann, der prokrastiniert sozusagen. Der heißt auch Obromow. Ne? Genau. Ja. Der heißt auch so. Und zum Beispiel wird über den Roman geschrieben, dass dass die ersten 50 Seiten des Romans damit irgendwie in gewisser Weise vergehen, dass er im Bett liegt und sich überlegt, eigentlich müsste ich ja auf einen Brief reagieren, wo steht, dass mein Vermögen in Gefahr ist und da müsste ich irgendwo hinreisen und wichtige Entscheidungen treffen. Und im Gedanken darüber entscheidet er sich letztlich im Bett liegen zu bleiben, sodass er die ersten 50 Seiten des Romans nur im Bett verbringt und darüber nachdenkt, warum er das eigentlich alles machen sollte. Aber letztlich macht er es halt nicht. Ja, klassisches Prokrastinieren. Finde ich auch irgendwie, klassisches Prokrastinieren ist ja auch dieses, dass du eigentlich ein schlechtes Gewissen hast. Ne? Das kommt irgendwie gar nicht so richtig hier vor, finde ich, in dem Text. Das hat mir irgendwie gefehlt, dass man ja, indem man sich entspannt, man entspannt sich ja zum Beispiel im Bett und guckt Netflix, obwohl man eigentlich die Diss zu Ende schreibt. Das ist ein fiktionales Beispiel. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt herkommt. Ne? Aber man hat ja die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Das heißt, man kann sich ja auch gar nicht so richtig entspannen, weil immer dieses nagende Gefühl, muss ich nicht noch irgendwas machen, da ist. Das verbinde ich zumindest mit Prokrastinieren. Ja, hat mir ein bisschen gefehlt. Aber ich glaube, da gibt's auch, aber vielleicht ist das auch zu Recht vielleicht. Weil ich kenne das auch aus Gesprächen mit anderen Leuten, dass sie halt sagen, ich kann das dann so gut verdrängen oder ausblenden, dass ich nicht mal ein schlechtes Gewissen habe. Sonst würde ich mich ja gar nicht. Also dann subjektiv. Ja, schreibt uns doch mal, wie ihr Prokrastinieren definieren würdet. Finde ich auch ganz interessant. Auf jeden Fall ist ja das Ende dann, dass er einsam und arm stirbt. Ne? Oblomov. Ja, genau. Zumindest wird das in dem Text gesagt. Ja, ist doch total lustig, weil das fand ich eben noch interessant, dass ich ein bisschen über den Roman recherchiert habe, dass er einen besten Freund hat, der halb Deutscher ist in Russland, Andrei Stolz. Und Andrei Stolz ist sozusagen das Gegenteil von ihm und kümmert sich um alles. Ist dann quasi ein Präkrastinierer, der auch die ersten Probleme von Oblomov sozusagen immer wieder löst für ihn und versucht ihm irgendwie entgegenzukommen. Und er schafft es sogar, ihn mit jemandem mit einer sehr, also mit einer
wie soll ich sagen, Frau zu verkuppeln, wo wahrscheinlich die Ehe auch gut für Oblomov wäre, aber selbst das kriegt er nicht hin, weil sie irgendwann merkt, er schiebt die Hochzeit andauernd auf, sozusagen. Und letztlich begegnen sich später Stolz und diese Frau irgendwann nochmal woanders und merken, dass sie eigentlich einander bestimmt sind. Guter Film, selber. Ne? Kann man sich direkt vorstellen mit Hugh Grant und so, ne? Genau. Also ist irgendwie lustig. Ich fand es lustig, dass natürlich genau dieses Klischee von den tüchtigen Deutschen sozusagen da, ne, der halbdeutsche André Stolz, der dann eben das Gegenteil von Oblomov ist und so. Den kann man doch nur hassen, ne? Nein, natürlich nicht. Ist natürlich gut. Nein, ich glaube, Oblomov hat ja später auch einen Sohn und nennt ihn sogar André in Andenken an Stolz, und dass er dann stirbt, adoptiert André dann auch quasi diesen Sohn. Fühle ich mich schlecht, dass ich gesagt habe, dass man ihn nur hassen. Siehste? Genau. I'm sorry. Ja. Auf jeden Fall, was sie aus diesem Beispiel zieht, das ist ja, sie sagt ja, es könnte man als klassisches Beispiel für Prokrastinieren sehen, man verschiebt ständig die Dinge, tut nichts und bleibt im Bett und macht sich Gedanken darüber, was man eigentlich hätte machen können oder was man noch vorhat zu tun, macht es aber nicht. Und das hat ja in dem Fall auch sehr hohe Kosten, diese Prokrastination. In dem Fall stirbt der Mann eben einsam und arm. Und sie sagt auch, das musste ihm eigentlich bewusst sein. Also eigentlich sprechen wir ja auch nur vom Prokrastinieren, wenn es ihm bewusst ist, dass das hohe Kosten nach sich zieht. Ja. Ja. Und genau, das ist so ein bisschen als Einstieg gedacht. Und jetzt macht sie ja einen ganz interessanten Kniff, den ich sehr kreativ finde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich mitgehe, aber ich finde es ein sehr kluger Gedanke. Das ist mir direkt aufgefallen, deshalb habe ich den Text ja auch gespeichert, habe ihn dann aber nie gemacht. Ne? Ja. Aber es lohnt sich, PDFs zu behalten, denn vielleicht bespricht man sie irgendwann mal im Podcast. Ja, genau. Sie sagt jetzt, Prokrastinieren hat irgendwie auch was mit so einer mangelnden Sorge um die eigene Zukunft zu tun. Dass man sorgt sich ja nicht wirklich, genau, und man sorgt sich nicht so wirklich um die eigene Zukunft, wenn man Sachen die ganze Zeit aufschiebt. Vor allen Dingen, wenn es eben so drastische Sachen sind, die eben dazu führen, dass man am Ende arm und einsam stirbt. Und jetzt ist es ganz interessant, weil sie macht jetzt so einen Move zur personalen Identität und guckt so ein bisschen, können wir eigentlich über das Phänomen von Prokrastination was lernen über personale Identität? Das finde ich total interessant. Fand ich auch. Ich habe nie drüber nachgedacht, aber fand ich irgendwie interessant. Ja, aber dann erklär es mal, weil ich glaube, wenn man den Kniff versteht, dann versteht man, warum der Text so spannend ist. Ja, wir sagen noch mal kurz was zur personalen Identität. Du hast ja schon das Kinderfoto gesagt. Also wenn man zum Beispiel Weihnachten zu Hause war bei der Familie und sich vielleicht ein Kinderfotoalbum angeguckt hat, sieht man da den 2-jährigen Paul, den 12-jährigen Paul, den 25-jährigen Paul, und dann ist dann der Paul, aktuelle Paul. Paul, der gegenwärtige Paul, verraten wir mal nicht das Alter. steht dann da und guckt sich diese ganzen Fotos an. Und die Frage ist ja, was macht Paul in diesen verschiedenen Stadien seines Lebens, wenn ich das mal so nennen darf, zur gleichen Person? Und wichtig ist, es geht hier nicht um Persönlichkeit. Ne? Also klar, hast du nicht mehr die gleiche Persönlichkeit wie mit 12, gehe ich mal davon aus. Ich hoffe. Aber das ist nicht das, was uns interessiert, sondern was macht dich eigentlich zu der gleichen Person? Und was viele bei diesem Kinderfotoalbum-Ding machen, ist zu sagen, naja, der Körper. Klar verändert sich der Körper, ja, du wächst und so, und die Körperzellen tauschen sich alle aus, aber du hast irgendwie den gleichen Organismus, die gleiche DNA und so ein Kram. Ja, ja. Das ist so eine Theorie, nennt man dann eben die Körpertheorie. Also das, was dich zur gleichen Person macht, ist, dass es der gleiche Körper ist. Und damit, wie gesagt, ist nicht gemeint, dass die Körperzellen sich nicht ändern, dass du größer wirst und was auch immer. Ja, ja. Sondern es geht wirklich um diesen Organismus, dass es der gleiche Organismus ist. Und dann gibt es die Theorie zu sagen, das, was dich als Person eint, ist etwas, was man psychologische Kontinuität nennt. Und da geht es vor allen Dingen um die psychologische Verbundenheit von einer Person zu einem Zeitpunkt mit einer anderen Person zu einem zweiten Zeitpunkt. Also Paul mit 12 Jahren ist die gleiche Person wie Paul mit 38, genau dann, wenn sie psychologisch verbunden miteinander sind. Ja. Und was man so als Marker von psychologischen Verbundenheiten nennt, sind oft Erinnerungen. Also es sind mehr Sachen, aber Erinnerung ist so prototypisch. Und das heißt nicht, ne, du hast ja wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Erinnerungen wie mit 12 oder du weißt nicht mehr, was du gedacht hast mit 12 Jahren, aber es geht eher um so einen Strom, also es ist so ein kontinuierlicher Strom ist. Also Paul mit 38 Jahren kann sich erinnern, wie es war, Paul mit 30 Jahren zu sein. Paul mit 30 Jahren kann sich erinnern, wie es war, Paul mit 20 Jahren zu sein, teilt die gleichen Erinnerungen und so bis du Paul mit 2 warst oder so. Das ist halt so ein kontinuierlicher Strom und da ist kein Bruch dazwischen oder so. Wir können uns natürlich vorstellen, dass es so ein krass einschneidendes Ding passiert, so wie, dass du einen Unfall hast und plötzlich Amnesie hast, die nicht weggeht. Dann könnte man
je nachdem, wie sich das genau zeigt, könnte man sagen, dass du dann zwei verschiedene Personen, dass sie von zwei verschiedenen Personen reden. Paul vor dem Unfall und Paul nach dem Unfall. Und die teilen sich dann einen Körper. Mhm. Aber es sind trotzdem zwei verschiedene Personen. In einem Extremfall könnte man sich das vorstellen. Ja, klar. Also ich glaube, das kennt man auch, diese Rede. Ich meine wahrscheinlich auch aus solchen Filmen, wo sowas tatsächlich passiert, dass Leute sowas sagen wie, ich nehme wieder Paul als Beispiel, sowas wie Paul, dieser Paul ist nicht mehr derselbe, den ich mal kennengelernt habe oder so. Und dann spricht man ja auch so über die Person, als ob sie zwei verschiedene Personen wären, die sich abgezweigt hätten sozusagen. Ja. Oder wo die eine abbricht und die andere anfängt oder so. Genau, man kann sich auch solche Sachen vorstellen, wie das, wenn du plötzlich zu einer Sekte konvertierst oder so. Ja, und dich richtig krass veränderst. Genau, da müsste man drüber streiten, wie sich das genau entwickelt. Wenn das auch was kontinuierlich ist, könnte man wieder sagen, es ist die gleiche Person, die sich einfach sehr verändert hat. Aber wenn es so bruchartig ist, könnte man unter Umständen sagen, es sind zwei verschiedene Personen. Ja. Ja, das stimmt. Gutes Beispiel, finde ich, ja. Mhm. Genau, und wir könnten jetzt vielleicht sagen, zeigt das Prokrastinieren von Oblomov nicht, dass er irgendwie, wenn er prokrastiniert, darin versagt, die eigene Zukunft wirklich als die eigene Zukunft anzusehen? Also ob er wirklich das, was, also er schiebt ja die ganzen Sachen auf und irgendwann muss das ja jemand übernehmen. Und klassischerweise würde man denken, das wird er selber machen. Ja. Aber vielleicht könnte man auch sagen, es ist das zukünftige Selbst, was das Ganze übernimmt. Und da ist irgendwie so ein bisschen der Move hin zu Prokrastinieren gegeben. Aber Tapolé geht ja in ihrem Text noch ein bisschen kleinschrittiger vor. Vielleicht sollten wir das auch machen, um das richtig zu verstehen. Und zwar ist es halt, also diese... Es wird oft davon ausgegangen, dass wir als Menschen, also von einer Alltagsintuition, dass wir davon ausgehen, dass wir über die Zeit hinweg bestehen, ne? Also, dass wir die gleiche Person sind. Und das heißt, dass wir oft so eine spezielle Sorge um die eigene Zukunft haben, die sich unterscheidet von der Sorge in Bezug auf andere Menschen. Ja. Also, sie bringt da das Beispiel von John Perry, der sagt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Person X wird morgen von einem Lastwagen überfahren werden, dann werde ich jetzt vielleicht irgendwie Trauer verspüren oder Mitleid mit der Person. Aber wenn die Person mir sagt, und diese Person X wirst du sein, Rebecca, dann werde ich plötzlich ganz andere Emotionen haben. Traumatische Angst, Panik, was auch immer. Ja. Das heißt, und da wird eben der Move gemacht zu sagen, meine eigene Zukunft sorge ich mich ganz anders als um die Zukunft von anderen Menschen. Ja. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das doch auch ein Argument von denjenigen, die sagen, dass die personale Identität vor allem was Psychologisches ist, dass sie ja damit genau versuchen, das zu zeigen. So, guck mal, du bist ja viel besorgter darum, wenn es dir um die Zukunft von dir selber geht, ne, im Sinne von du wirst überfahren statt Person X wird überfahren, dass das ja wahrscheinlich so als eins der Argumente dafür genutzt wird, um zu sagen, dass das psychologische, diese psychologische Kontinuität so wichtig ist, weil man sich selber ständig in sich selbst in der Zukunft hineinversetzt, richtig? Nee, es ist genau das Gegenteil tatsächlich. Ah, echt? Okay. Es ist genau das Gegenteil. Dieses Argument wird ganz oft als Gegenargument gegen die psychologische Kontinuität angeführt. Mhm. Zumindest, wenn es reduktionistisch gesehen ist. Also wenn man wirklich sagt, es geht nur um psychologische Kontinuität. Okay. Man kann ja auch sagen, es geht um psychologische Kontinuität und den Körper. Das wäre was anderes. Aber es gibt eben Leute, die sagen, es geht wirklich nur um psychologische Kontinuität. Okay. Auch im Sinne von, wenn es möglich ist, meine Erinnerung in einen anderen Körper zu verpflanzen, dann bin ich die neue Person, weil mein Körper völlig irrelevant ist. Es geht nur um meine Erinnerung. Wenn meine Erinnerung irgendwo anders hin transplantiert werden, bin ich die Erinnerung und nichts anderes. Das ist eine sehr extreme Sicht von psychologischer Kontinuität. Und warum ist das jetzt ein Gegenargument? Und das ist, genau, und diese besondere Sorge, diese Special Concern, wird oft als Gegenargument gegen die psychologische Kontinuität gesehen, weil da gesagt wird, wenn ich, also in der extremen Sicht, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass ich jetzt ein gegenwärtiges Selbst bin und dass es irgendwann mal ein zukünftiges Selbst gibt, das aber nur verbunden ist, das bin nicht ich unbedingt. Ne? Es gibt nicht eine spezielle Entität, die uns verbindet, wie ein Körper oder eine Seele oder ein Ego. Das nehmen die ja alle nicht an, sondern wir müssen uns eigentlich vorstellen, dass mein zukünftiges Selbst eher wie so ein Nachfahr ist von meinem gegenwärtigen Selbst. Und dann ist es eigentlich unplausibel, dass ich so eine spezielle Fürsorge gegenüber meinem zukünftigen Selbst habe. Wenn es wirklich nur um Kontinuität geht, dann müsste ich doch eigentlich gar nicht so besorgt um das zukünftige Selbst sein, weil das ja nicht zwangsläufig ich bin. Ah ja, okay. Weißt du, ich muss es eher wie so Nachfahren sehen. Und man kann sich ja vorstellen, dass ich gar nicht verbunden bin mit dem zukünftigen Selbst, weil je nachdem. Ja. Was passiert? Finde ich halbwegs plausibel. Ja, ja. Mhm.
Und deshalb können diese Ansätze von psychologischer Kontinuität nach diesem Argument können nicht erklären, warum wir eine spezielle Fürsorge gegenüber unserem zukünftigen Ich haben. Mhm, also sie sagt ja auch, Tapoli sagt ja auch, das wird oft so als natürlich angenommen, dass es so ganz natürlich ist, dass ich für meine eigene Zukunft mich mehr interessiere als für die Zukunft von anderen, ne? Mit dem Lastwagenbeispiel. Es ist ganz natürlich, dass ich plötzlich Panik verspüre, wenn mir gesagt wird, das bin ich, die da stirbt oder so. Und das können Ansätze von psychologischer Kontinuität nicht wirklich greifen. Weil wenn es wahr ist, dass zukünftige Selbste eben nur Nachfahren von meinem gegenwärtigen Selbst sind, dass es wirklich nur um so eine Art Verbundenheit geht und nicht um dieses, das bin ich in einem, das ist meine Seele-Sinne oder das ist mein Körper-Sinne, dann sollte mir eigentlich gar nicht so wichtig sein, wer mein zukünftiges Ich ist. Ja, das heißt also, jemand wie Oblomov ist ja in Wirklichkeit ein Anhänger der psychologischen Identität. Ja, also, müsste man sich mal genau angucken. Ja. Ich muss sagen, ich bin nicht so überzeugt, glaube ich, von diesem speziellen Fürsorgeargument, weil ich immer das Gefühl habe, vielleicht verstehe ich es auch nicht hundertprozentig, aber müsste man nicht, also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass der Rebecca in 5 Jahren die Person ist, die ich mich entwickelt habe, ne? Dass ich psychologisch verbunden bin mit Rebecca. Das ist ja sehr wahrscheinlich. muss nicht sein, aber sehr wahrscheinlich. Ne? Ja. Und dann finde ich schon nachvollziehbar, dass ich dann eine spezielle Sorge mir gegenüber habe. Selbst wenn es nur um Verbundenheit geht, weil es ist doch trotzdem die Person, die am wahrscheinlichsten das Leben lebt, was ich jetzt vorbereite, sozusagen. Die jetzt zum Beispiel die Doktorarbeit abgibt und dann in einem Job arbeitet, den ich jetzt, der mir wichtig ist oder so. Weißt du? Deshalb habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, weil Derek Parfit ist einer dieser Menschen, der auf diese krasse psychologische Kontinuität geht. Wenn ich mich richtig erinnere, sagt er sowas wie, wir müssen uns diese zukünftigen Selbste eigentlich eher wie Verwandte vorstellen. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass wir das sind in der Zukunft, also ne, im Sinne von, das ist, wir teilen uns eine Seele oder einen Körper, sondern das ist halt mein Kind zum Beispiel oder mein Enkelkind oder so. Und da dachte ich, wenn man das aber weiterführt, müsste man, also weil, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ein naher Verwandter stirbt bei einem von einem Auto, Truck, Lastwagen, dann würde ich ja auch viel mehr Sorge mir machen, als wenn das jetzt für jemand Randomes wäre. Aber meint ihr das nicht so? Also nachher machst du dann schon so mehr Sorgen, aber es ist jetzt nicht nochmal, also ich glaube, der Sprung von Enkel zu mir selber, würden wahrscheinlich andere Leute behaupten, ist nochmal stärker. Ist das gleich. Also so ich habe keine Kinder, ne? Ich möchte mich da jetzt auch nicht reinversetzen in diese furchtbare Situation, also dass man niemanden verliert. Aber weiß ich nicht, aber man hat ja schon eine speziellere Sorge der eigenen Zukunft gegenüber. Ja, klar, aber ich glaube, er meint, es ist nur so speziell. Wer ist denn nur er so überhaupt? Der Parfit. Ach so. Ich dachte, er meint es, glaube ich, nur so speziell wie, also würde ich es verstehen, so aus der Zusammenfassung, wie du gesagt hast, weil natürlich ist doch die Sorge um Verwandte vielleicht, also jetzt nicht um irgendwelche Verwandten, die ich irgendwo habe, von denen ich vielleicht noch nie gehört habe, weil meine Familie früher sich krass ausgebreitet hat, sondern ich meine schon so engere Verwandte, ja? Mhm. Und dann könnte ich ja sagen, da mache ich mir andere Sorgen. Also wenn jemand kommt und sagt, ein Truck wird Person X überfahren, Person X ist deine Enkelin oder so, würde ich genauso intensiver reagieren, wie wenn jemand sagt, eine Person X bist du. So würde ich Paar Also bist verstehen. Du doch genauso. Moment, von der gleichen Intensität, wie wenn du es bist, würdest du reagieren, wenn es dein Enkel ist. Aber ich glaube, es ist nicht eine noch. Also ich glaube, das. Aber das ist doch dann wäre das doch gut. Das wäre doch, dann würde dem Argument doch widersprechen. Nee, ich glaube, der Punkt ist halt, dass Parfit wahrscheinlich, ich habe ihn nie gelesen, ja, aber ich habe das Gefühl, vor dem Hintergrund dessen, worum es ihm wahrscheinlich geht, würde ich vermuten, dass er sagen will, so, nimm doch mal 3 Sachen zum Vergleich. Eine völlig anonyme, unbekannte Person, Person X, deine Enkelin. Finde ich natürlich schade, aber es... Genau, A. B, deine Enkelin, C, du selbst. Ja. Dann würde wahrscheinlich für bestimmte Leute sagen, dass C das intensivste ist. Während Parfit sagt, nee, C ist maximal genauso intensiv wie B. Ja, genau. So. Aber wenn das, genau, das. Aber schon anders als A, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Ja, genau. Genau, aber wenn das stimmt, wenn Parfit recht hat, dann würde auch dieses Argument gar nicht mehr ziehen, oder? Ja, klar, das denke ich auch, ja. Also du glaubst auch, dass man genauso eine Sorge hat um die eigenen Kinder oder Enkel oder wer auch immer, als um einen selber. Ja. Aber dann wäre dieses ganze Argument eigentlich zunichte gemacht. Welches Argument jetzt? Das Argument, dass die Sorge um die eigene Zukunft gegen die psychologische Kontinuität-Theorie spricht. Dass man eine spezielle Sorge hat, also
Angeblich ist es eine Tatsache, dass wir eine spezielle Sorge haben gegenüber unserer eigenen Zukunft. Das ist Fakt. Ja, 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 also ja, das wird hier gesetzt. Ja, ne? Ja, ja, ja. Wir können ja uns nachher angucken, ob das wirklich stimmt, aber das wird ja gesetzt. Ja. Und dann wird ja gesagt, und das spricht gegen die Position psychologischer Kontinuität. Ne? Das ist ja das Argument. Ja, ja. Aber wenn es stimmt, weil wir nur uns verbunden fühlen mit dem zukünftigen Selbst, aber das nicht als einheitliche Person wahrnehmen zum Beispiel, oder als Seele, die uns verbindet. Hol doch nicht so weit aus, ich verliere schon wieder den Zusammenhang. Ich habe das alles nicht so oft durchdacht wie du. Ich weiß, aber ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Ja, wenn ich es richtig verstehe, ist das, was Parfit sagt, dass die Sorge um uns selbst keinen besonderen Stellenwert hat im Verhältnis zum Beispiel zu anderen uns nahen Personen. Also keine nochmal Sonderstellenwert. Ja. Aber es geht jetzt gerade mal nicht um Parfit. Lass uns kurz über Tapolé reden. Oder über dieses Argument reden. Ne? Mm-hmm. Das ist ja nicht unbedingt ihr Argument. Ja, das ist ja das Argument, was sie eigentlich bekämpfen will, oder? Genau, ein Argument, was sie bespricht und wo sie am Ende sagt, das geht eigentlich gar nicht durch. Ja, es gibt eben Leute, die sagen, es gibt eine super, super special Sorge um einen selbst. Ja. Und die eigene Zukunft. Genau, und das liegt eben daran, dass wir uns besonders um unsere zukünftigen Selbste sorgen. Ja? Aber nicht, nein, wir würden da nicht von zukünftigen Selbsten reden, weil wenn wir von zukünftigen Selbste reden, dann sind wir eigentlich in dieser Kontinuitätstheorie drin. Okay. Du redest ja im Alltag auch nicht von zukünftigen Selbst. Du redest von dir, oder? Und du machst es doch ständig, dass du sagst. Ja, ich bin aber auch Anhänger der psychologischen Kontinuität, Paul. Tut mir leid. Ja, aber normale Menschen sind nicht AnhängerInnen. Ja, ich wollte das nur für die das nicht wissen, sagen, dass Rebecca ganz oft sagt, das ist doch, ach egal, darum kümmert sich dann Zukunfts-Rebecca. Ja, und dann sage ich immer, ach, Zukunfts-Rebecca ist so eine arme Sau. Ja. Kann ich später auch mal erklären. Ja, das stimmt. Erklär das doch mit diesem Beispiel. Was ist dann deren Argument? Also, hast du dann eine besondere Sorge um dich selbst oder eigentlich bist du dann ja besonders locker mit dir selbst und sagst, ja, mein Gott, ja, weil ich, Rebecca. Also wenn man mich jetzt richtig krass zuspitzen würde, sehe ich das nicht. Ja? Aber angenommen, ich wäre so, würde ich sagen, Zukunfts-Rebecca und Gegenwarts-Rebecca sind nicht die gleiche Person. Könnte ja sein. Ne? Ja, Wir gehen von weiterer Zukunft aus. In 5 Minuten, das wäre ein bisschen absurd, aber angenommen, Rebecca in 5 Jahren oder ja, so. Ne? Ja. Das ist nicht Rebecca, die gegenwärtige Rebecca. Ne? Vielleicht sind das so Schwestern. Vielleicht sehen wir das, ne? Das sind im gleichen Verhältnis wie Schwestern, aber das bin nicht ich. Und es wäre genauso, wie wenn ich die Teller jetzt nicht abspüle und sage, ha, das macht meine Schwester. Ronja oder so. Ja. Und dann muss Ronja alles putzen. Aber Rebecca kann sich entspannen. So könnte man das auch sehen, wenn man Sachen aufschiebt. Dass ich das nicht mache, sondern eine Person in der Zukunft, die aber nicht ich bin. Ja, klar. Ja, sondern ja, die ja. ist so im gleichen Verhältnis wie Rebecca und Ronja. Es gibt keine Ronja, ne? Ich weiß, das ist nur meine Fake-Schwester. Ja. Aber so. Ein guter Name für 2 Schwestern auf jeden Fall. Ronja und Rebecca. Ich hätte auch fast Ronja geheißen. Ah, okay, voll interessant. Mhm. Naja, aber darum sollte es nicht gehen. Ich glaube, wir verwirren die Leute so richtig krass. Also ich möchte es noch einmal kurz zusammenfassen. Es gibt dieses Argument, das ist weder von Parfit noch von Christine Tapolé, sondern das wird hier besprochen. Ein häufig vorkommendes Argument gegen Theorien psychologischer Kontinuität ist zu sagen, wir haben ganz natürlich eine spezielle Sorge unserer eigenen Zukunft gegenüber. Mhm. Ne? Und es ist etwas anderes, wenn wir vom Lastwagen überfahren werden, als wenn random Person vom Lastwagen überfahren ist. Genauso ein anderes. Also für uns emotional. Für uns emotional. Mhm. Genauso ein Argument gegen psychologische Kontinuität sind Versprechen. Weil man sagt, Versprechen funktionieren eigentlich nicht, wenn man so eine krasse psychologische Kontinuitätstheorie annimmt. Mhm. Weil Versprechen sind ja immer etwas, dem man sich selbst verpflichtet, in der Zukunft nachzugehen. Aber wenn ich davon ausgehe, gerade bei längeren Zeiten, wenn ich sage, ich helfe dir in einem Jahr beim Umzug, oder du hilfst mir jetzt beim Umzug und ich helfe dir beim Umzug, wenn du umziehst, das passiert aber erst in 5 Jahren, dann kann ich dieses Versprechen eigentlich nicht geben, wenn ich davon ausgehe, dass ich in 5 Jahren gar nicht mehr dann müsste ich mein zukünftiges Ich binden, so wie ich meine Schwester. Das wäre wie wenn ich jetzt sagen würde, meine Schwester Ronja hilft dir beim Umzug, obwohl ich sie nicht gefragt habe. Ja, genau, oder ich glaube, so ein alltägliches Beispiel ist auch sowas wie, man wird von jemandem zur Hochzeit eingeladen und dann gibt es ja so diese heimliche gesellschaftliche Regel, wenn man bei einer Hochzeit eingeladen war, lädt man die Leute auch zu seiner eigenen Hochzeit ein. Man heiratet aber selbst erst 7 Jahre später und hat seitdem zunehmend weniger Kontakt mit der Person und denkt vielleicht, jetzt wäre es fast schon seltsam, die Person einzuladen. Ja, dann ist ja dieses Versprechen quasi aufgelöst, der gegenseitigen Einladung. Das ist vielleicht ein bisschen plausibler, dass jetzt diese Umzugssache. Und das ist halt dann zu sagen, dass wir Versprechen aber ganz normal annehmen und dass wir auch
auch davon ausgehen, die Person hält sich daran, zeigt eigentlich, dass wir nicht von psychologischer Kontinuität ausgehen, sondern dass wir davon ausgehen, dass es irgendetwas Verbindendes gibt, dass wir zum Beispiel die gleiche Person sind, weil wir psychologische Kontinuität plus Körper sind oder weil wir eine Seele haben, die gleich bleibt oder dass wir irgendwas gleich bleiben. Es ist nicht Rebecca in jetzt und Rebecca in 10 Jahren ist nicht wie Rebecca und Ronja, die Schwestern im Verhältnis, sondern Rebecca und Rebecca. Ja, ich bin halt die gleiche Person. Ja, deswegen, ich musste immer dran denken, ein gutes Beispiel ist halt, das finde ich immer voll witzig, warum ist das eigentlich witzig, zum Beispiel, denke ich dann immer, und ich glaube, das liegt auch daran, dass es zeigt, wie wir natürlicherweise darüber denken, weil es gibt ja diesen YouTuber Tim Rogers, den ich so gerne gucke, und der hat halt mal in einem der Videos erzählt, dass er nicht flucht, weil er seiner Mutter mit 3 oder 4 versprochen hat, niemals zu fluchen. Also sagt er statt hell, sagt er halt heck. Und statt fuck sagt er halt fatsch oder so. Also er sagt halt immer diese ganzen harmlosen Ersatzwörter. Und das zieht er halt konsequent durch, weil er sagt, das habe ich mal meiner Mutter versprochen. Und das ist aber lustig, weil man denkt, krass, der hält sich an ein Versprechen mit 4. Ja, wenn jemand mir mit 4 versprochen hat, dass er oder sie mich heiratet, dann halt hole ich die Person ja nicht nach 14 Jahren wieder ein und sage, du hast es mir aber versprochen. Ne? Genau. So ist das in der Art, natürlich würde man da das Argument machen, mit 4 Jahren kannst du halt auch sowas, so ein Versprechen nicht geben, weil du keine Akteurin bist oder so zum Beispiel. Ja. Aber theoretisch könnte man das analog dann zu sehen, wenn du von zukünftigen Selbsten ausgehst. Und deshalb ist jetzt das Argument zu sagen, wenn wir wirklich diese natürliche, spezielle Sorge um unsere eigene Zukunft haben, dann stimmt irgendwas mit dem Gedanken der psychologischen Kontinuität nicht. Mhm. Das Argument ist auch zu sagen, es ist auch rationaler, sich um die eigene Zukunft mehr zu sorgen. Also wir haben gute Gründe dafür, uns um die eigene Zukunft mehr zu sorgen, als um die von anderen. Es ist sowohl ein deskriptives als auch ein normatives Argument. Also es ist ein Argument von, wir wissen doch alle, wir haben eine größere Sorge erstens und wir sollten auch eine größere Sorge haben. Das sind die beiden Argumente gegen psychologische Kontinuität. Ich hoffe, ihr seid gedanklich noch dabei, aber keine Sorge, selbst wenn ihr es nur so halb verstanden habt, ist es auch gar nicht so dramatisch, weil wir kommen ja gleich zur Prokrastination. Also wichtig ist, dieses Argument ist, es gibt angeblich eine spezielle Sorge um die eigene Zukunft. Und jetzt sagt sie, aber ist das wirklich so? Mhm. Gucken, also man könnte sich natürlich, also gilt es überhaupt notwendigerweise, dass wir uns um unsere eigene Zukunft speziell sorgen? Und dann sagt sie, man könnte sich jetzt irgendwelche komischen Fälle aussuchen, wo es vielleicht so pathologisch ist, also wo jemand vielleicht eine bestimmte psychische Krankheit hat und sich gar nicht um die eigene Zukunft sorgt. Aber wir können es viel alltäglicher machen, nämlich Prokrastination. Mhm. Das finde ich irgendwie ein schön, kluger Move. Ja, ich finde es auch, also und ich finde, es geht ja dann letztlich darum zu sagen, okay, eigentlich ist doch der Mangel an dieser Sorge, ist das nicht vielleicht sogar der Normalfall, dass man sich eben nicht die ganze Zeit darum sorgt? Und das fand ich auch intuitiv sofort einleuchtender als die Idee, dass ich mich in besonderer Weise um meine Zukunft kümmere, weil ich glaube, dieses Beispiel mit dem LKW und so, das ist ja auch so ein Spezialfall, das ist so sehr konstruiert, weil ich meine, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du wirst morgen von einem LKW überfahren, dann sage ich, woher wissen Sie das? Naja, aber es ist ja schon so, dass du dich in dem Sinne um deine Zukunft sorgst, in der Regel, indem du sowas machst wie eine Krankenversicherung abschließen. Das würde auch sonst keinen Sinn machen an sich. Oder vielleicht in die Rentenkasse einzahlen oder Sachen, Geld beiseite legen oder dir eine Wohnung kaufen. Ja, das sind voll die guten Beispiele, ne? Weil ich finde, das stärkt ja die These von wie heißt die Autorin? Tapolé, weil im Endeffekt, ich habe das Gefühl, alles, was du jetzt aufgezählt hast, löst bei mir sofort dieses Gefühl aus von, oh Gott, darum das alles möchte ich eigentlich kümmern. Das ist aber voll stressig. Jeder kennt das auch, ne? Dass man denkt, so nein, ja, stimmt, ja. Oh aber Gott. Alleine, dass du das Gefühl hast, du musst dich, klar, das ist stressig. Stimmt. Aber alleine, dass du das Gefühl hast, du musst dich drum kümmern, während du dich nicht darum kümmerst, ob random Personen neben dir, also ich meine jetzt nicht mich, Lebensversicherung. Ich meine jetzt irgendeine Person auf der Straße. Ja. Da würdest du auch, wenn dir diese Person jetzt sagt, ey, ich habe keine Krankenversicherung, dann würde dir das leid tun. Mhm. Aber wenn du selber rausfindest, scheiße, meine Krankenversicherung, die habe ich vergessen zu zahlen, das ist ja was anderes. Ja. Und da hat sie schon da hat das Argument schon einen Punkt stimmt, eigentlich. Stimmt. Aber was sie ja zeigen will, ist ja nicht unbedingt, dass es nie so ist, sondern dass wir ganz häufig alltägliche Fälle haben, in denen es keine spezielle Sorge um einen selbst gibt. Ja. Und das ist eben Prokrastinieren. Ja, und dann will sie ja, glaube ich, dann im nächsten Abschnitt wird sie ja versucht, sie dann zu definieren und dazu ein bisschen einzugrenzen, was heißt eigentlich genau Prokrastination und so. Ne? Schöne Definition, Bedingungen. Da wollte ich auch noch vielleicht ergänzen, ne, dass auch so die medizinische Fachwortübersetzung für Prokrastination ist einfach Aufschiebeverhalten. Und alltagssprachlich wird das oft auch als Aufschieberitis auf Deutsch beschrieben, was ich auch witzig finde, weil es natürlich sofort so ein... Aber Deutsch ist manchmal so unsexy, oder? Findest du nicht, Aufschieberitis ist so richtig... Ja komm, es ist doch lustig. Ich finde
ganz lustig. Naja, ja, egal. Aber auch so, das ist so eher sowas, was ältere Leute lustig finden, glaube ich. No shame gegenüber älteren Menschen. Ja, okay. Du bist ja auch ein älterer Mensch. Ja, aber ja, was also sie versucht ja verschiedene Fälle aufzuzählen und so nach und nach eine Definition zu schärfen. Willst du direkt die fertige Definition durchgehen oder willst du auch diesen Weg dahin? Nee, ich finde ihre Definition ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil der Weg dahin ist manchmal so ein bisschen... Ja, sie bringt auch manchmal so Zweifelsfälle von den Zweifelsfällen, wo man sich auch denkt, ist es jetzt so nötig? Ja, aber das macht man natürlich in der Philosophie gerne. Genau. Also ich sag dir, sie macht das ja in Form von so einer philosophischen Wenn-X-Dann-Y-Sache. Ich habe es mir schon auf Pauls Sprache... Also mache ich erst die formalisiert und du machst das... Nein, lass mich meine Version machen, weil ich gucken will, ob ich es richtig verstanden habe. Und dann kannst du ergänzen und sagen, sie hat es eigentlich genauer oder anders gemacht, okay? Okay, also, sozusagen laut ihr heißt Prokrastination, dass erstens eine Person könnte eine bestimmte Tätigkeit jederzeit machen. Ja? Und jetzt könnten wir quasi ein Beispiel ersetzen wie Lernen für eine Klausur. Ja. Okay, also... Nennt die Person halt S, wahrscheinlich für Subject. Also S könnte jederzeit für eine Klausur lernen. Mhm. Und S glaubt auch, das ist die zweite Bedingung, dass jetzt gegenwärtig, oder sie nennt es halt der Zeitpunkt T, am besten dafür wäre. Mhm. Also je eher ich mit dem Lernen anfange, desto besser. Ja, klar. Lieber heute als morgen. Genau, lieber heute als morgen. Aber drittens, wenn dann der Zeitpunkt T kommt, an dem es am besten wäre, damit anzufangen, verzögert es diese Tätigkeit auf eine unbestimmte Zeit hinaus, die ja dann T plus N heißt. N heißt ja immer so eine random Zahl in der Zukunft. Ja. Und sagt, ach, morgen kann ich auch noch. Oder und morgen ist, jeden Tag ist morgen ein neuer Tag. Ja, genau, das wissen wir alle. Ja. Genau. Und das ist ihre Kurzfassung. Das stimmt, genau. Ja. Also wichtig daran ist eben, ich meine, das muss sie halt machen, natürlich in einer philosophischen Definition ist zu sagen, es muss natürlich frei darin sein, die Handlung zu machen. Das ist natürlich wichtig. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir eine Waffe an den Kopf hält und sagst, du schreibst deine Doktorarbeit nicht zu Ende, dann ist es nicht prokrastinieren, wenn ich das nicht mache. Aber manchmal wünscht man sich das, dass jemand kommt und sagt. Nein, ich möchte explizit sagen, das wünsche ich mir nicht. Also es muss eine Freiwilligkeit geben und es muss natürlich auch fähig dazu sein, die Handlung auszuführen. Auch da würde man sagen, wenn jetzt jemand sich ein Bein bricht, dann kannst du nicht sagen, willst du nicht mal Fußball spielen oder so. Es muss schon, Freiwilligkeit da ist wichtig und sie muss auch in der Lage sein, das zu machen. Ja, aber ich würde trotzdem noch kurz eine Anekdote reinschieben, die gut dazu passt, weil ich weiß noch, als ich so in der Phase meiner Doktorarbeit war, hat mein Chef mich angefangen und gefragt, na, wie läuft's und so, und da war ich sofort so ängstlich, panisch und dann meinte er so, du musst nicht jeden Tag da dran sitzen, wenn du mir jetzt sowas sagst, wie ich gehe demnächst Eis essen mit Freunden und mache mir einen schönen Tag, ist das überhaupt kein Problem, aber ich will nicht, dass du sozusagen denkst, dass du eigentlich arbeiten müsstest und dann ängstlich vorm Computer sitzt und das ständig aufschiebst und dich irgendwo stumpf durchs Internet klickst. Dann mach lieber was Normales zur Entspannung und dann arbeitest du wieder. Aber zwing dich nicht quasi zu arbeiten, wenn es eigentlich gerade nicht geht oder du eine Pause brauchst. Man braucht ja auch in dieser Endphase Pausen und sowas. Und das fand ich so allein, dass eher das mit dieser Ich bin dein Chef Autorität quasi mir befohlen hat, eine Pause zu machen, hat mich mega entlastet und es ging dann auch am nächsten Tag viel einfacher zu arbeiten. Ich finde, da muss man auch aufpassen, dass man nicht, es ist ja ganz wichtig, Pausen zu machen in Arbeitsprozessen oder in allem, ne? Auch bei Sporten, bei allem. Es ist ja wichtig, Pausen zu machen. Und das darf man nicht, man darf nicht denken, dass man prokrastiniert darin. Ja. Sondern wenn man eine gute Zeitplanung hat und in der Zeitplanung einen Tag frei hat, dann ist es kein Prokrastinieren, sondern Pause und Erholung. Genau. Und wenn du Ferien hast, dann arbeitest du nicht. Das hat nichts mit Prokrastinieren zu tun. Aber ich glaube, dass viele Angst haben und dass das deshalb auch gar nicht entspannen können, die Pause oder die Ferien, weil sie das Gefühl haben, sie prokrastinieren. Aber das ist ja eigentlich nicht Prokrastinieren. Ist ja wirklich, du hast gute Gründe dafür zu denken, dass du die Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt machst und dir das auch vornimmst. Und das wäre dann für mich, ich mache einen Zeitplan. Und im Zeitplan sind natürlich Pausen mit drin, aber morgen steht drin, dass ich jetzt meine Einleitung überarbeite und ich weiß, ich muss das auch morgen machen. Und ich habe gute Gründe dafür, das morgen zu machen, weil alles andere auf der Einleitung aufbaut und dann kann ich einfach nicht weitermachen zum Beispiel. Ja, ja. Und dann ist aber morgen und ich mache es nicht, sondern ich sage dann, mache ich es dann doch morgen oder so. Wieder morgen. Ja. Genau, und das wichtig ist halt, das sagt sie danach noch, das gilt sowohl für einzelne oder für konkrete Einzelhandlungen als auch für so ausgedehnte Handlungen wie ich mache mal mehr Sport oder ich ernähre mich jetzt gesund. Das ist ja nicht, ich esse eine Karotte und dann habe ich es geschafft, sondern das ist ja
Ich esse immer eine Karotte, jedes zweite Mal eine Karotte, wenn ich eigentlich Lust auf Schokolade habe. Oder ja. So. Ja, ja. Das finde ich aber auch eine gute und wichtig, dass sie das sagt, weil ich finde zum Beispiel gerade, wenn man jetzt unsere Arbeit nimmt oder so, da ist ja auch voll oft sowas, ich weiß, manchmal habe ich kurze Tätigkeiten, manchmal habe ich Dauertätigkeiten, es fängt ja so total dazwischen. Weil ich meine, sowas wie, ich lese einen Aufsatz, der potenziell für meine Forschung interessant ist, ist ja sowohl eine kurze Aktion, ja, ich lese diesen Aufsatz, aber ist ja auch Teil meiner Dauertätigkeit. Irgendwie. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn man da unterscheiden müsste, wäre das richtig seltsam. Aber da ich ja sage, nur beides fällt darunter, ist es ja total gut. Ja. Also dadurch. Und wie findest du die Definition? Hast du das Gefühl, das greift genau das, was Prokrastinieren ist? Ich hatte ja, wie gesagt, das Gefühl, irgendwie müsste noch dieses schlechte Gewissen sein beim Aufschieben, aber vielleicht hast du recht, das ist einfach eine subjektive Sache. Also ich glaube schon, ich glaube, es ist so ein, ich finde es gut, ich finde, es ist so ein minimaler Kern von dem, was man unter Prokrastinieren versteht, ja, weil, und es ist auch total gut, weil es erstmal nicht wertend ist. Also ja, weil im Prinzip nur ist es ja erstens, ich könnte das jederzeit machen, ich glaube auch, es wäre ein bestimmter Zeitpunkt am besten, das zu tun, dann kommt dieser Zeitpunkt, ich zögere es hinaus. Mehr ist es ja eigentlich nicht, was sie sagt, und das trifft ja erstmal, finde ich, den Kern der Handlungsabfolge des Prokrastinierens. Mhm. Wobei sie ja schon sagt, dass Prokrastinieren was Falsches in sich hat, oder? Mhm. Und das ist ja dieses, sie hat... Das stimmt aber beim Verzögern. Genau, hat gute Gründe, das zu einem früheren Zeitpunkt zu machen. Ja, macht das, weil du nur gesagt hast, es hat nichts Wertendes. Es hat ja schon eigentlich was Wertendes. Ja, ja. Also Prokrastinieren ist ja klar negativ konnotiert, ja, ne? Okay, ja klar, das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, aber das schwingt ja, glaube ich, da drin mit. Nee, würde ich auch sagen. Deshalb wollte ich nur sagen, es ist schon wertend, meiner Ansicht nach. Ja, 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 okay, das stimmt. Aber ich meinte was anderes, ich kann es jetzt noch nicht erklären. Ist okay. Egal. Ja, so okay. Ja, und du hast schon recht, aus dieser Sache, dass es sozusagen prinzipiell erstmal was Negatives ist, weil man ja nur etwas zu einem optimalen Zeitpunkt machen könnte oder anfangen könnte, aber es lässt, kommt sie ja dann auf den nächsten Punkt, dass sie sagt, in gewisser Weise könnte man ja die Prokrastination als einen Angriff auf sich selbst verstehen oder auf ein zukünftiges Selbst, wie auch immer man das dann jetzt genau macht. Und im Prinzip ist es ja dieses Prinzip, ja, ich meine, dann kann man solche Beispiele nehmen wie Rauchen, ne, dass sie dann halt eben sagt so, dass ich bei der nächsten Zigarette denke, die nächste ist dann wirklich die letzte und das ist genau wie dieses auf morgen schieben, dass ich dann ja im Endeffekt, ne, könnte ja auch jemand kommen und sagen, also sie macht dann so ein extremeres Beispiel wie so diese super schlimme Zigarette, wo jemand sagt, mit jeder dieser Zigaretten gibt es das Risiko, dass du ab dem Rauchen einer Zigarette sofort in einen schlimmen Krankheitszustand kommst, der dich dein Leben lang quälen wird. Mhm. Im Endeffekt ist das ja vielleicht auch so. Ja, also es ist natürlich nicht so, weil es sehr, sehr, weil es sich über Zeit aufbaut. Aber wenn man das so sich vorstellt, könnte man sagen, ja, es ist tatsächlich ein Angriff auf einen selbst, wenn man das hinauszögert, ja. Oder weil man ja auch irgendwann merkt, keine Ahnung, wenn man jetzt wieder unsere Arbeit nimmt und sagt, ich schreibe meine Aufsätze nicht fertig, dann werden die Leute denken, ich bin unzuverlässig, mich nicht in weitere Journals oder Zeitschriften einladen und dann kann ich nicht genug publizieren, um mich weiter irgendwo zu bewerben oder sowas. Ne? Also all das sind ja in gewisser Weise Hindernisse, die ich einer Person in den Weg schmeiße und diese Person bin ich. Mhm. Ja, sozusagen. So könnte man das ja erstmal perspektivieren. Ja. Genau. Genau, also man, es zeigt eben eine mangelnde Sorge um das zukünftige Ich sozusagen. Mhm, das heißt, wir haben gar nicht mehr, vielleicht gar nicht unbedingt immer so eine spezielle Sorge um das eigene zukünftige, um die eigene Zukunft. Mhm, denn sonst würden wir ja nicht prokrastinieren. Ja, 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 ja. Ja, und im Prinzip sagt sie ja, okay, wir sehen ja, alle kennen diese Beispiele, Prokrastination ist sehr weit verbreitet und das heißt, diese Art von Selbstsorge, Sorge um einen selbst, die behauptet wird als das Basisargument von, was sie ja eigentlich auflösen möchte, ist eben nicht der Normalfall, ne, sondern wir alle kennen das eigentlich. Mhm. Wir haben nicht diese gleiche Sorge von unserem gegenwärtigen, unserem zukünftigen Selbst, wenn wir prokrastinieren, weil sonst müssten wir ja einsehen, wenn ich jetzt den Teller nicht abspüle, sondern sage, ich mache das morgen und morgen spüle ich den nächsten Teller auch wieder nicht ab und irgendwann ist so ein riesiger Wust an Tellern. Und vielleicht gehe ich dann in so einem Extremfall wirklich davon aus, ja, die Person, ich übertrage dann die Last des Tellerspülens auf eine andere Person, nämlich auf die zukünftige Person. Mhm. Während wenn ich
wenn ich direkt beim ersten Teller schon an mein zukünftiges oder meine Zukunft denke, dann würde ich es ja direkt abspülen. Ja, ja, so. Genau. Finde ich auch ein gutes Beispiel. Man weiß, es trocknet dann an, dann dauert es noch länger. Ich kann es jetzt in 5 Minuten machen oder in einer Stunde in 20 Minuten. Ja, außer ich gehe davon aus, dass es jemand anders spült, nämlich mein zukünftiges Selbst. Ja, ja, genau, genau. Aber das fand ich, genau, an dieser Stelle habe ich 2 Sachen auszusetzen, wo ich sage, ich verstehe das Argument, was sie macht und dass es ja eigentlich ganz geschickt ist, um zumindest zu zeigen, es scheint so ein Normalfall eben eher zu sein, dass man nicht diese spezielle Sorge um sich selber hat. Mhm. Aber ich habe halt gedacht, jetzt habe ich total Angst, das zu sagen, weil vielleicht entlarve ich mich damit selber als mega Prokrastinationsmensch, weil ich habe schon 1000 Mal drüber nachgedacht, warum ich das eigentlich mache und so. Und ich habe schon, und vielleicht kannst du das jetzt sagen, wie es bei dir ist oder so, oder meine sagen, habe ich eine gute These hier oder ist das nur eine sehr komplexe Ausrede, die ich mit mir selber ausgemacht habe? Aber ich habe das Gefühl, dass manchmal Prokrastination auch nicht nur dieses Mangel an Sorge um sich selbst, sondern es ist auch eine bestimmte Art von Vertrautheit mit sich selbst, dass ich zum Beispiel manchmal weiß, manchmal setze ich mich irgendwie hin und denke, ah, heute musst du eigentlich mal eine von den 2 noch ausstehenden Hausarbeiten korrigieren. Dann fange ich an, diese Hausarbeit zu lesen und merke, boah, ist gerade voll anstrengend, fällt mir voll schwer. Und dann denke ich so, morgen kriegst du das bestimmt besser hin. Und dann ist tatsächlich am nächsten Tag so ein Tag, wo ich mich hinsetze und es einfach in 2 Stunden durcharbeite und denke, ja, Mensch, war doch gar nicht so schlimm. Was hatte ich denn gestern? Und manchmal, nicht immer, aber manchmal habe ich schon, also ich würde so 50-50 sagen, weiß ich schon, hey, das kriege ich später super locker hin und werde mich wundern, warum ich die ganze Zeit das so blöd hinausgezögert habe oder prokrastiniert habe oder so. Aber ich weiß einfach, dass ich das morgen besser hinkriege oder übermorgen, wenn ich da einen besseren Tag habe oder was weiß ich, irgendwie. Und teilweise hat das auch sogar positiverweise was mit Zeitdruck zu tun, weil es gibt halt Dinge, wo ich weiß, wenn ich zu früh anfange, versteife ich mich fast in so einen Perfektionismus, dass ich denke, jetzt machst du noch hier drum und mache dann ewig lange an der Titelfolie rum oder so, weil ich ja ewig Zeit habe, dann kann ich schon die perfekte Titelfolie für meinen kommenden Vortrag machen. Mhm. Aber wenn ich manchmal denke ich halt so, inzwischen kenne ich mich gut genug, ich weiß, für diese Art von Vortrag brauchst du ungefähr 5 Tage Vorbereitung, deswegen brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken machen. Du fängst Dienstag an und dann kriegst du das gut hin. Ja. Ja? Aber das ist dann kein Prokrastinieren per Definition. Ja, ist es nicht? Nee, weil Prokrastinieren per Definition sagt, dass man gute Gründe dafür hat, dass man weiß, dass es an dem Zeitpunkt besser ist, es zu machen im früheren Zeitraum und es trotzdem nicht macht. Aber wenn du weißt, dass du die Hausarbeit am nächsten Tag besser korrigierst als am heutigen Tag, dann ist es kein Prokrastinieren, wenn du es nicht heute machst, sondern morgen, sondern Zeitplanung. Okay. Das nennt man Zeitplanung. Okay. Diese Schlacht hast du gewonnen, aber noch nicht mein zweites Argument. Ja, darf ich kurz noch was sagen, weil mir sind 2 Sachen eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich sie wieder vergessen habe. Das erste dachte ich gerade bei der Definition. Prokrastinieren das steckt da gar nicht so richtig drin. Ne? Das Prokrastinieren gehört doch nicht zu Prokrastinieren immer, dass man etwas anderes macht. Also und oft so eine ausweichende Handlung. Also sowas wie, der klassische Fall ist doch, man müsste eigentlich an der Diss schreiben, aber dann putzt man die Fenster. Echt? Ach so, ja, aber ich kenne auch dieses ängstlich im Bett liegen bleiben oder so. Mhm. Dass man dann so im Bett liegen bleibt und denkt so, oh Gott, wenn ich aufstehe, dann hat der Tag angefangen, habe ich gar keine Ausrede mehr. Aber ich habe das Gefühl, wenn man nichts macht, sondern nur Angst hat, dann ist es Angst und nicht prokrastinieren. Okay. Das ist eine Art von Angstreaktion. Das würde ich nicht als, ich würde, wenn du sagst, wenn du aus Angst gelähmt bist, etwas zu tun, würde ich nicht als Prokrastination bezeichnen, glaube ich, sondern das ist dann was anderes, meiner Ansicht nach. Ich habe das Gefühl, dass du immer eine alternative Handlung hast. Und selbst wenn du im Bett liegst und Netflix guckst, dann ist das die alternative Handlung. Muss ja nicht Fenster putzen sein. Ja, aber dass man das so ablenkt. Und oft hat das ja auch was Ablenkendes, dass man sagt, ja, ich müsste jetzt eigentlich an meiner Diss arbeiten, aber die Fenster, hast du die mal gesehen? Und demnächst kommt auch meine Schwiegermutter vorbei, wenn die das sieht. Und dann putzt du das, dass du es auch so wegrationalisierst. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, keine notwendige Bedingung. Also es muss nicht der Fall sein, aber ich glaube, es kommt oft vor. Ja, ja, ja. Nee, das finde ich nicht. Habe ich mich gerade gefragt. Mhm. Bin ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendwas nicht greift. Das finde ich spannend, finde ich gut. Also vielleicht müsste man das tatsächlich so, weil ich habe auch nämlich, das greift ein bisschen in dieses zweite Argument, was ich habe. Also vielleicht passt das dazu, weil du die Schwiegermutter so erwähnt hast mit den Fenstern und so. Weil ich habe voll oft das Gefühl, meine beste Art, vielleicht ist es aber auch wieder der Zweifel, ob das nur eine Art von Ausrede von mir ist, warum ich Dinge manchmal aufschiebe, ist, dass ich das Gefühl habe, ich schiebe voll oft Dinge vor für andere. Dass ich sowas habe wie so nach dem Motto, ich muss eigentlich was für mich machen, was ultra wichtig ist, aber jemand anders
ist in Not und braucht meine Hilfe. Und dann springe ich sofort dahin, weil ich das Gefühl habe, so, oh geil, dann kann ich da aushelfen, muss mich nicht um mich kümmern, um meine Sachen kümmern. Ja, das wäre dann auch und genau kann ja dann in anderen sozialen Kontexten sagen, ja du, ich konnte nicht anders, weil ich musste ja X helfen, Y zu erledigen oder sowas. Ne? Würde ich auch, genau, das wäre dann die Alternative, auf die man das ab... Das sage ich ja, deshalb rationalisiert man ja auch oft beim Prokrastinieren. Und das ist dann schon eine Strategie, weil man sich nicht schlecht fühlen will. Meine These ist ja, dass man sich oft schlecht fühlt beim Prokrastinieren. Ja, stimmt. Oder nee, meine These ist, dass man sich immer schlecht fühlt beim Prokrastinieren, weil man weiß ja, das ist ja eine Bedingung für Prokrastinieren, ist ja, dass man weiß, dass es besser ist, das heute zu machen als morgen. Deshalb fühlt man sich schlecht und dann macht man A, entweder man verdrängt das, B, man macht eine andere Handlung und rationalisiert das oder C, man versteift sich in so einer Angstreaktion. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob man das wirklich als Prokrastinieren bezeichnet. Und jetzt hatte ich aber noch einen zweiten Punkt, den habe ich aber vergessen, glaube ich. Ach so, wenn es wirklich stimmt, dass man sich so schlecht fühlt, wenn man es nicht macht, ist es nicht ein Zeichen dafür, dass man sehr wohl eine spezielle Sorge um die eigene Zukunft hat, es aber nur einfach nicht tut? Aber weißt du, dass man überhaupt dieses schlechte Gewissen hat, zeigt das nicht an, dass man eine spezielle Sorge um die eigene Zukunft hat, es aber nur nicht macht, weil man wiegt ja immer ab. Man wiegt ja ab gegenwärtiges Selbst gegen zukünftiges Selbst. Ne? Also es ist halt viel entspannter, jetzt im Bett zu liegen, um Netflix zu gucken, als jetzt die Diss zu schreiben. Und dann wiegt man ja ab und macht das dann doch, weil man irgendwie gerade so gemütlich ist, bleibt man doch im Bett liegen. Aber weil man ein schlechtes Gewissen hat, also das beweist doch eigentlich, dass man sehr wohl sich um die eigene Zukunft sorgt und das als eigene Zukunft wahrnimmt. Aber man macht es halt nicht, weil weil man willensschwach ist zum Beispiel. Aber für mich ist es gar nicht so ein richtiges Gegenargument. Das stimmt. Verstehe ich, das geht auch in so eine Richtung. Ich hatte auch so einen Zweifel, dass ich dachte, kann man das wirklich sofort, diesen Sprung machen und das dann noch irgendwas dazwischen, was eigentlich so ist. Weil ich habe auch oft das Gefühl, dass wenn man was aufschiebt, ist das bei mir auch typischerweise so, wie du sagst, dass ich eher denke so, ah Gott, ich werde mich nachher wieder selber irgendwie in den Hintern treten und denken, wieso habe ich das nicht früher gemacht, aber ich krieg's halt jetzt nicht hin oder so, oder habe vielleicht einen schlechten Tag oder vielleicht täusche ich auch nur vor, dass ich einen schlechten Tag habe mir selber und so. Und dann komme ich aber in diesen Kreislauf, dass ich eben, und der ist ja schon special, weil das würde ich tatsächlich bei anderen Leuten nicht machen. Also weißt du, wenn ich an andere Leute denke, wo ich mir vielleicht, also angenommen, ich habe andere Leute, wo ich mir Sorgen mache, dass die vielleicht ihre eigenen Projekte, und mit Projekten meine ich alles Mögliche, jetzt nicht nur Arbeit, sondern vielleicht auch sich Privates oder so, jemand will gesünder sich ernähren oder sowas, da würde ich ja nicht in solche Denkschleifen kommen, in die ich komme, wenn es um mich selber geht. Und was ja schon, glaube ich, auch nochmal das bestätigen würde, was du sagst, dass man bei sich selber da irgendwie anders mit sich ins Gericht geht, als man das mit anderen tut, oder? Mhm. Also ich glaube schon, dass das eben, dass sie da vielleicht ein bisschen zu voreilig zu schnell ist. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses Argument der speziellen Sorge um die eigene Zukunft, ob das wirklich ein gutes Gegenargument gegen psychologische Kontinuität ist. Da bin ich mir echt nicht. Das habe ich ja vorhin versucht zu erklären, aber es führt auch zu weit, weil es geht uns ja um Prokrastinieren und so. Deshalb, ich weiß eh nicht, ob das durchgehen würde. Also vielleicht verstehe ich es aber auch nicht richtig. Mag man mir bitte erklären gerne. Aber ich bin mir nicht sicher, selbst wenn man mitgeht, wir gehen ja einfach mit, ne? Um des Argumentenwillens gehen wir kurz damit zu sagen, dass die spezielle Sorge um die eigene Zukunft ein Gegenargument gegen Theorien psychologischer Kontinuität sind. Und jetzt sagt sie ja, es gibt also ganz viele Fälle, in denen wir keine natürliche Sorge um unser zukünftiges Selbst haben, nämlich beim Prokrastinieren. Und da habe ich also gerade dieses, dass wir so ein natürliches, spontanes, intuitives Gefühl haben, es ist schlimmer, wenn wir vom Laster überfahren werden als random Person. Ist es nicht das, also spürt man das nicht auch beim Prokrastinieren trotzdem? Außer man ist so... Ich weiß nicht, aber ich kenne das halt nicht. Also immer, wenn ich prokrastiniere, fühle ich mich schlecht. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die sich nicht schlecht fühlen, aber ich habe halt das Gefühl, wenn man eigentlich weiß, dass es gute Gründe dafür gibt, das ist ja ein Kriterium für Prokrastinieren, ist ja, es gibt gute Gründe, das heute zu machen und nicht morgen. Es geht wirklich nicht um solche Sachen wie Zeitplanung. Es geht nur um dieses, man weiß es eigentlich, man ist sich da sicher oder so. Und ich glaube, hab das Gefühl, man hat immer ein schlechtes Gewissen, außer man ist sehr gut im Verdrängen. Aber die Tatsache, dass man verdrängt, zeigt jetzt, dass man eigentlich ein schlechtes Gewissen hat, oder nicht? Ja, doch, ich denke schon. Ich bin mir nicht sicher, ob das so durchgeht, aber vielleicht, oder übersehe ich irgendwas? Nee, ich habe ein ähnliches Problem auch gehabt, dass ich dachte, so einfach ist das doch gar nicht, weil im Endeffekt ist es ja auch so, dass ich das Gefühl habe, ich muss schon mega, deswegen habe ich, glaube ich, auch dieses Beispiel gebracht mit anderen aushelfen als Prokrastinationsstrategie ist halt bei mir so gut, weil wenn man mit anderen so, wie soll ich sagen, involved, engaged ist, also so eingebunden ist mit in die Hilfe von mit anderen, ja, also wenn ich, was ich statt an, weiter an meiner
einem Forschungsprojekt zu sitzen, jemandem beim Umzug helfe, dann habe ich ja gar keine Kapazität, währenddessen über mein Forschungsprojekt nachzudenken sozusagen, sondern ich bin ja dann abgelenkt von dieser Interaktion, was weiß ich, irgendwelchen Planungen für diesen eine Situation. Und das ist ja dann eine gute Ablenkung davon. Mhm. Und von was lenke ich mich ab? Nicht von der Tätigkeit selbst, sondern von der Sorge um die Tätigkeit, die, glaube ich, schon special ist. Wobei, auch da bin ich mir nicht sicher, ob man es wirklich als Prokrastinieren bezeichnen würde, wenn jetzt wirklich ein Notfall ist. Und angenommen, ich verrenke mir jetzt mein Bein und du musst mich ins Krankenhaus bringen, würdest du ja auch nicht sagen, ich prokrastiniere jetzt nicht, weil ich meinen Antrag nicht zu Ende schreibe. Ja, klar. Und deshalb bin ich mir so Not, wenn es so ein, in Anführungsstrichen, Not, muss ja nichts Schlimmes sein, kann ja auch wirklich sowas sein, wie eine Person zieht früher um, als man dachte oder ja, was weiß ja, ich. Ja, ja, ja. Oder jemand muss einkaufen gehen, weil jemand eine Corona-Infektion hat oder so. Ja, ja, ja. Dann ändert sich ja etwas in der Zeitplanung. Und wenn man dann seinen eigenen Zeitplan ändert und feststellt, okay, ich muss das jetzt machen, weil das ist ja zeitintensiv, also da geht es ja um eine bestimmte Zeit. Also zeitkritisch. Zeitkritisch, ja. Genau, das war das Wort. Und die Disk kann ich ja immer noch schreiben. Ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt als Prokrastinieren bezeichnen würde. Also ich habe jetzt einfach von mir ausgehend gesagt, ja, weil ich einfach so Fälle konstruierte, die aus meinem Leben stammen, wo ich dann halt voll auf denke, ja klar, helfe ich jetzt X beim Korrekturlesen ihrer Doktorarbeit statt an meiner Doktorarbeit weiterzuarbeiten. Man könnte ja zum Beispiel, wenn es nicht so zeitkritisch ist und man sagen könnte, ich kann auch morgen das Ding Korrektur lesen und heute meine Arbeit machen. Ja, ja, ja. Aber man macht es nicht, weil man das Gefühl hat, es ist jetzt easier, das andersrum zu machen. Ja, ja, ja. Genau. Aber da könnte man wieder das Argument bringen, man kennt sich selber gut und wenn man das erste zuerst macht, dann wird man am nächsten Tag besser an der eigenen Arbeit. Ja, das rede ich mir dann auch ein, aber ich weiß, dass es in Wirklichkeit eine Ausrede ist. Achso, du weißt es. Ja, dann ist es schon prokrastinieren. Ja, ja, deswegen, ich wollte in so einem Fall konstruieren. Aber angenommen, es wäre wahrhaftig so. Ja. Dann wäre es, glaube ich, kein Prokrastinieren. Ja, ja, das stimmt. Es ist aber extra so konstruiert, weil damit ich es benutzen kann, also damit, weil das spricht ja dann für die These der Autorin, aber ich habe eben trotzdem das Gefühl, dass das dann so ein Sonderfall ist. Ja, also, dass sie einen bestimmten Fall von Prokrastinieren meint, der dann gegen diese besondere Selbstsorge spricht. Mhm. Aber ich glaube, dass Prokrastinieren schon ein komplexeres Phänomen ist. Ja, ja. Es ist ja, genau, glaube ich auch. Und wenn ich überlege noch, wenn ich immer sage, das macht Zukunft, also sag das auch oft aus Spaß mit, das macht Zukunftsrebecca. Ja. Aber manchmal auch nicht. Also manchmal denke ich wirklich, das macht Zukunftsrebecca. Mhm. Aber ich fühle mich trotzdem schlecht. Ich weiß, also ich verdränge das auf jeden Fall. Also manche Sachen, die halt wirklich so mit so längerfristige Sachen sind. Ja, ja, ja. Die dann Zukunftsrebecca macht. Sowas wie, ich muss nochmal meine Impfung auffrischen oder so. Also nicht meine Corona-Impfung, andere Impfung. Ne? Ja. Denkt man ja manchmal nicht drüber nach und denke ich so, ja, das muss ich schon noch mal irgendwann machen, aber da habe ich jetzt keine Lust zu, das mache jetzt Zukunfts-Rebecca. Und dann verdränge ich das, aber so tief in mir habe ich schon ein schlechtes Gewissen deswegen. Und es nagt ja in mir, weil ich weiß, ich muss es irgendwann machen. Und weil ich es nicht auf einen speziellen Tag verschoben habe, sondern so in die Zukunft, weil ich kann das ja jederzeit machen. Das ist ja das Problem an dieser ganzen Sache. Ja. So von den Sachen, die man jederzeit machen kann, jederzeit einen Arzttermin machen. Mach's dann auch, vielleicht mache ich es jetzt als Vorsatz fürs neue Jahr oder so, aber ich trotzdem in mir spüre ich schon ein schlechtes Gewissen, beziehungsweise so einen Druck, dass ich manche Sachen aufgeschoben habe, die ich später noch machen muss. Aber warum habe ich diesen Druck und dieses schlechte Gewissen und dieses, nur weil ich mich speziell schon um meine Zukunft sorge? Vielleicht im gewissen Sinne nicht, weil ich so nach hinten setze, weil ich nicht sage, ja, Rebecca könnte sich ja jetzt mit irgendeiner Krankheit anstecken, gegen die sie nicht geimpft ist, weil es nicht aufgefrischt ist oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich habe keine spezielle Sorge der eigenen Zukunft gegenüber, oder ob es nur dieses, ich lebe halt kurz hedonistisch und möchte lieber die Lust meiner Gegenwärtigen und des gegenwärtigen Ichs feiern, aber trotzdem fühle ich mich schlecht. Und das zeigt, dass ich trotzdem eine spezielle Fürsorge mir gegenüber, zukünftigen Selbst gegenüber. Ja. Ich finde, es gibt auch kein besseres, das ist total lustig, weil ich kann mich bis heute an diesen Moment in meiner Kindheit erinnern, das war total lustig. Ich habe als Jugendlicher habe ich Tomb Raider 1 gespielt. Du fragst dich, was hat das mit Prokrastination zu tun, aber ich habe das voll. Das freut mich immer bei dir, Paul. Aber ich habe das mit meinem Papa zusammengespielt, hat mir mal zugeguckt und ich war ein bisschen zu jung für das Spiel. Das war relativ komplex mit so Rätseln und irgendwelchen Hebeln und Mechaniken. Und es gab halt ein Klosterlevel, wo man so in verschiedene Räume rein muss und die sind immer, die Rätsel haben dann was damit zu tun, dass man sich mit der antiken Mythologie auskennt. Und es gab halt einen Raum, der hieß Damokles. Und in diesem Raum mit Damokles schwebten halt so Schwerter in der Luft und wenn man dann einen bestimmten Gegenstand aufhebt, dann fallen die Schwerter einem quasi auf den Kopf, wenn man nicht langsam und behutsam durch diesen Raum geht. Und dann habe ich habe das nicht gepeilt, was das bedeutet, weil ich diese Sage oder den Mythos um Damokles nicht kannte. Und hat mein Papa erklärt, ja, ich weiß es leider nicht mehr so genau, ich hätte nachgeguckt,
gucken können, aber die Idee ist natürlich, der hat irgendwem was versprochen oder muss irgendwas tun und dann hat diese Gottheit oder wer auch immer dem Damokles was versprochen hat, hat ein Schwert über seinen Kopf gezaubert und wenn er das nicht tut, dann fällt das Schwert runter und tötet ihn sozusagen. Und dieses die ganze Zeit nach oben gucken, dass dieses Schwert, und wenn ich es nicht tue, fällt runter. Das hat sich so bei mir eingebrannt, dieses Bild als Manifestation, also als starke Metapher für diese Prokrastinationssorge. Das ist ein gutes Bild. Ja, das schwebt so und ich habe das Gefühl, das ist so ein gutes Bild. Es gibt immer wieder in der antiken Mythologie so gute Bilder für Dinge, die wir halt bis heute kennen. Und ich finde dieses Damoklesschwert, ich müsste echt mal nachgucken, was die Sage genau ist, weil es mich eigentlich immer interessiert, aber es begleitet mich halt seitdem, dass ich immer denke so, hinter mir, über mir schwebt dieses Schwert. Genau, und das müsste man sich eben angucken, ob wirklich das notwendig dazugehört, dass man beim Prokrastinieren ein schlechtes Gefühl hat. Jetzt habe ich aber gerade überlegt, dachte ich gerade in mir, das ist, ich glaube, dieses Verschieben, Prokrastinieren von manchen Sachen bei mir, wenn ich sage, das macht Zukunft, Rebecca, hat auch was damit zu tun, dass ich mich in der Zukunft verändere, also dass ich davon ausgehe, dass ich mich in der Zukunft verändere, habe ich gerade gedacht. Zum Beispiel, wenn ich nicht mehr diesen Stress mit der Doktorarbeit habe, dann habe ich endlich mehr Kapazität, weil diese Last in Anführungsstrichen von mir abfällt, dass ich mir dann eine neue Last aufbürden kann. Dann ist dein kann. Nächstes großes Projekt Altersvorsorge. Das ist kein Spaß. Das ist wirklich so. Oder ich mache diese ganzen medizinischen Sachen, die jetzt nicht extrem wichtig sind, die ich mir irgendwie vor mir herschiebe oder ja, so. Ja. Und es hat ja was damit zu tun, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise schon verändert. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es jetzt ein wirklich getrenntes Selbst von mir ist, sondern das ist halt eine Veränderung in dem Sinn, dass ich erwachsener werde oder dass halt bestimmte Sachen dann erreicht habe oder dass ich vielleicht einen festen Job habe oder so. Solche Sachen, dass ich dann das aufschiebe bis zu einem Zeitpunkt, wo eine bestimmte Last von mir abfällt, eine Sorge, weil ich zum Beispiel eben mich nicht mehr damit beschäftigen muss, dass ich diese Arbeit noch schreiben muss oder dass ich keinen festen Job habe oder so. Und dann kümmere ich mich um diese anderen Sachen. Vielleicht ist es auch eine Ausrede, wahrscheinlich. Aber so rationalisiere ich mir das dann. Ja, und dann hat es ja irgendwie schon was mit einer Veränderung in der Person zu tun. Auf eine gewisse Art und Weise, habe ich gerade gedacht. Siehst du, das meinte ich aber auch mit diesem Vertrautheit und vielleicht das Doktor, was du ja dann als Planung beschrieben hast, ne, wo ich gesagt habe, so, ich weiß doch, dass ich die Hausarbeit morgen besser hinkriege und dann schiebe ich das halt auf morgen und sagst du, nee, das ist doch nur Planung. Aber du bist doch nicht nur Vertrauen in Zukunftspaul oder Vertrautheit mit mir selber, sondern es hat doch dieses eben wirklich Vertrauen mäßige, dass ich denke, morgen bin ich bestimmt fitter oder reifer dafür, so wie du ja vielleicht auch denkst, in einem Jahr bin ich total in der Lage, mich um darum zu kümmern, ein paar Arzttermine zu machen oder irgendwie sowas. Ja, weil sozusagen eine Last weniger da ist, zum Beispiel die Doktorarbeit, um die ich mich ja auch sorge und denke, oh, ich schaffe das nicht, Imposter-Syndrome und so, und dann fällt dann alles weg. Wir sprechen uns nochmal. Aber dann kann ich mir noch andere Sachen aufbürden. Ja. Das ist aber sicherlich auch eine Rationalisierungsstrategie. Ja, klar. Wir machen uns hier so richtig. Ich mache die aber auch die ganze Zeit. Ja, das stimmt, stimmt. Aber was ich spannend finde, ganz am Ende des Textes sagt sie ja, vielleicht kann man aus all dem auch eine Strategie zum Umgang mit Prokrastinieren ableiten. Und das fand ich sehr spannend. Und zwar sagt sie ja, wenn es Leute gibt, die sich so, wenn es um die fehlende Sorge anderen Menschen gegenüber geht, dann gibt man ja ganz oft den Tipp, identifiziere dich doch mal mit der anderen Person. Bring dich doch mal selbst in die, wie sagt man es auf Versetz Deutsch? Dich in die Lage. Versetz dich in die Lage. Ich wollte das mit den Schuhen sagen. Sagt man das auf Deutsch auch? Mit der Redewendung? Also versetz dich doch mal in die Lage der anderen Person. Wie würdest du dich dann fühlen? Das sagt man ja so ganz oft als Übung für Menschen, die vielleicht dann in dem Bezug keine Empathie haben oder so. Und jetzt kann man ja vielleicht daraus ableiten, in Bezug auf Prokrastinieren, dass man den Tipp gibt, wenn man überlegt, soll ich jetzt prokrastinieren oder wenn man gerade dabei ist zu prokrastinieren bei einer bestimmten Handlung, den Tipp zu geben, identifizier dich doch mal mit deinem Selbst in der Zukunft, die sich jetzt viel später darum kümmern muss. Wie würdest du dich dann fühlen? Also Rebecca, jetzt überleg dir doch mal, du hast deine Doktorarbeit abgegeben und stehst jetzt damit 10 Impfungen, die du auffrischen musst. Wie würdest du dich damit fühlen? Ist es okay? Und das passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was du gesagt hast mit dem, angenommen, ich komme heute überhaupt nicht rein in meine normale Arbeit, aber ich weiß genau, morgen würde ich es schaffen. Und wenn du dich dann in dein morgiges Ich reinversetzt und überlegst, wie es jetzt wäre, diese Arbeit zu machen und sagst, ja, wahrscheinlich würde ich jetzt besser damit zurechtkommen, dann ist es okay. Dann ist es vielleicht auch kein Prokrastinieren, aber wenn du dir jetzt den Teller nicht abspülst zum 5. Mal und dir vorstellst, du bist jetzt in einer Woche Paul, der so einen riesigen Turm von angetrockneten Tellern spülen muss, dann würdest du sagen, nein, das will ich auf keinen Fall und deshalb spüle ich jetzt diesen blöden Teller.
Ja. Finde ich ganz witzig. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich hilft, aber fand ich ein ganz guter Tipp eigentlich. Ja, ich fand das eigentlich ganz spannend, weil sie ja dann noch um so einen Bogen, glaube ich, dramaturgischen Bogen ihres Textes geht, und sie wieder auf Oblomov zurück und sagt halt irgendwie, ja, der hätte der sich hineinversetzt und hätte gewusst, dass er alleine, einsam stirbt oder sowas, dann hätte er das vielleicht gemacht. Aber ich glaube, die ganze Charakterisierung dieses Charakters, also diese Figur in dem Roman, zeigt ja, dass er eben jemand ist, der genau das nicht kann. Also ich glaube, das ist, ich habe auch das Gefühl, dass dieses, also ich finde es schon einen geschickten Move zu sagen, denk mal über dich selber nach wie über eine fremde Person, weil das weiß ich noch aus meinem Psychologiestudium, dass Menschen interessanterweise, wenn sie zurückblicken auf sich selbst, genauso denken. Also man denkt ja in der Gegenwart, wenn man über die Zukunft nachdenkt, denkt man, ich habe 15 verschiedene Optionen. Also das ist jetzt wirklich Zusammenfassung von Studien, die ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Aber angenommen, ich bin in der Gegenwart und stelle mir vor, wie meine Zukunft aussieht, dann stellen sich Menschen fast wie so ein Blitz, der vom Himmel kommt, ja, ich bin oben, mein Ich, der Gegenwart ist oben am Himmel, der Punkt, an dem der Blitz losgeht und der entfaltet sich in zig verschiedene kleine Linien und ich könnte da lang und dann da lang und da lang und jeden dieser Wege einschlagen, aber wenn ich dann da unten angekommen bin, wo der Blitz letztlich wirklich eingeschlagen hat, dann denke ich, wenn ich zurückdenke, denke ich nicht an diese ganzen Wege des Blitzes, sondern ich denke nur an diesen einen Strang, den ich gegangen bin und denke, ich konnte ja eigentlich gar nicht anders. Das hat sich halt so ergeben aus Schicksalsgründen oder aus Gründen. Determinismus. Ja, genau. Was auch immer, wie auch immer mein Weltbild konstruiert ist, stelle ich mir das dann relativ linear vor und nicht eben wie einen komplexen Baum. Und das ist halt interessant, weil da wird voll oft in der Psychologie gesagt, hey, versuch doch auch, sozusagen, wenn du in die Zukunft denkst, vielleicht dir selber vorzustellen, wie du über fremde Leute nachdenkst, wenn man Menschen fragt, wie ist das bei anderen Leuten, wie ist das bei dir gewesen damals, sagt man, ja, der hatte eigentlich keine Wahl, als dahin zu ziehen wegen des besseren Jobs. Wahrscheinlich hat die Person aber zig Gründe gehabt, sich zu überlegen, bleibe ich, ziehe ich um oder sowas. Und dass man bei sich selber vielleicht auch entspannter ist, wenn man über sich selber wie eine fremde Person denkt und denkt, was würden denn andere Leute an meiner Stelle tun? Ja. Und dann merkt man, es ist gar nicht mehr so schwer. Aber bei sich selber, wenn man nur bei sich selber bleibt, ist es extrem, wirkt alles extrem kompliziert und schwer. Es ist oft eine Entlastungsstrategie, sich vorzustellen, so welchen Rat würdest du dir geben, wenn du dein bester Freund wärst oder irgendwie sowas. Stimmt, ja. Und das sind oft, ich glaube, das geht so Hand in Hand mit dem, was sie halt schreibt. Ne? Ja, ist halt die Frage, ob es in der Praxis funktioniert oder ob du das nicht wieder wegrationalisieren würdest. Und ich hätte halt auch diese Sorge, wie gesagt, dass man darf ja nicht in die Gefahr laufen, aus Angst vor Prokrastinieren keine Pausen mehr zu machen, wie gesagt. Ja, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass es so eine Gefahr sein könnte. Das will man natürlich nicht. Dafür ist dann natürlich Zeitplanung alles. Aber ja, klar. Fand ich einen interessanten Move. Was denkt ihr darüber? Habt ihr das Gefühl, das könnte euch helfen beim Prokrastinieren? Wie definiert ihr Prokrastinieren? Habt ihr das Gefühl, es ist immer notwendigerweise ein schlechtes Gewissen dabei oder nicht? Das würde mich interessieren, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ja, aber vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht ist es nur bei mir so. Vielleicht ist das was sehr Subjektives. Und manche Leute haben kein schlechtes Gewissen. Ich weiß es nicht genau. Sagt uns das gerne. Also ihr könnt das ehrlich sagen. Das heißt nicht, dass ihr schlechte Menschen seid oder so. Vielleicht bin ich einfach sehr empfindlich. Ja, keine Ahnung. Und wie geht ihr mit Prokrastinieren um? Würde mich auch interessieren. Schreibt uns das doch gerne. Vielleicht sind das auch Tipps für andere Leute dabei. Ja. Wie gesagt, also ich habe auch gemerkt, also durch den Text hier ist mir nochmal bewusst geworden, habe ich so ein bisschen über meine Geschichte mit Prokrastination nachgedacht, habe gemerkt, ja okay, dass Planung wirklich hilft, also dass man wirklich überlegt, okay, bis wohin muss ich X realistisch geschafft haben, wie lange brauche ich wahrscheinlich dafür und dann sich das einfach vorzustrukturieren und zu portionieren, ist eben leichter, weil mein typisches Prokrastinieren früher bestand halt oft daraus, dass ich gedacht habe, es reicht, wenn ich morgen anfange, Punkt. Und dann diesen einen Schritt weiter zu gehen, reicht es denn wirklich? Und dann zu merken, was wäre der erste Schritt morgen? Ja, genau. Das ist auch so ein Tipp, der mir total geholfen hat, den habe ich irgendwoher mitgenommen, weiß leider nicht mehr woher. Eben sich zumindest für den nächsten Tag so einen Schritt liegen zu lassen, wo man weiß, der fällt mir leicht, also zu sagen, oder aufzuschreiben, als erstes machst du dies oder als erstes machst du das, ja, zum Beispiel beim Schreiben von Texten, das bisher Gelesene nochmal, bisher Geschriebene nochmal lesen, um zu checken, ob das kohärent ist oder sowas. Und dann vielleicht so ein paar Stichworte, das mache ich jetzt immer, sich so immer, wenn ich aufhöre, dass ich mir so die nächsten 3-4 Schritte als Stichwort hinschreibe und weiß, da machst du dann weiter oder sowas. Und wenn ich am nächsten Tag denke, das stimmt doch gar nicht, ich muss was ganz anderes machen, ist auch gut. Ja, klar. Aber dann habe ich immerhin einen Aufhänger oder so. Also dass man, und das ist ja schon wieder ein bisschen dieses, passt ja wieder zu dem, was sie sagt, dass man denkt, ich lege schon mal für mich selber morgen
für den Paul aus der Zukunft lege ich schon mal was hin, damit er nicht völlig verwirrt hier ankommt und denkt, was wie geht's denn hier weiter? Mhm. Und dass er so eine kleine To-Do-Liste hat oder sowas. Ne? Ja, ich glaube, genau, ich bin ganz gut mit Zeitplänen und Strukturieren. Ich glaube, mein großes Problem sind wirklich diese unbestimmten Zeitsachen. Ne? Also wenn du keine feste Abgabe hast, also bei der DIS habe ich ja auch keine feste Abgabe, aber das ist ja trotzdem zeitkritischer als jetzt diese Sachen mit, ich kümmere mich jetzt um die Altersvorsorge und ich lasse mich impfen und vielleicht sollte ich mal meine Werte checken, ob ich genug Eisen habe und diesen ganzen Kram. Ich glaube, das ist meine größte Baustelle beim Prokrastinieren. Ja, ja. Da weiß ich noch, ich habe schon überlegt, dass ich mir vielleicht so eine Liste mache mit, wenn ich meine DIS abgegeben habe, dann kriege ich mein Leben in den Griff Liste. Also nicht, dass ich mein Leben nicht in den Griff habe, aber solche Sachen, die ich so vor mir herschiebe. Und das sind wirklich solche Kleinigkeiten auch wie, ich will endlich diesen blöden Duschvorhang mal in der Wäsche waschen. Das nervt mich irgendwie, dass der schmutzig ist und aus irgendwelchen Gründen schaffe ich es nicht beim normalen Waschen dran zu denken, dass ich den Dusch, weißt du, solche Quatschsachen, die eigentlich irrelevant sind, aber die trotzdem an mir nagen, dass ich so eine, vielleicht mache ich das, vielleicht ist es so eine Liste. Ich bin eigentlich ein Listenmensch, deshalb. Vielleicht mache ich eine Liste, Leute. Ja, also dann schreibt uns doch gerne, ob ihr euch Vorsätze fürs neue Jahr jetzt gemacht habt und wie euch davon wieder abgebracht haben oder bestärkt haben, diese Vorsätze durchzuziehen. Oder vielleicht diese Vorsätze besser zu strukturieren oder kleine Nachrichten an eure Zukunft selbst zu schicken. Oder ihr geht gar nicht mehr vom Prokrastinieren aus, weil ihr einfach davon ausgeht, dass ihr eine andere Person seid in 5 Minuten. Ja, auch okay. Ja, könnte man Prokrastinieren auch lösen. Ja. Man könnte sich selber so kleine Briefchen schreiben und sagen sowas wie, heute ist mir nach auf dem Sofa liegen und Eis essen und Netflix gucken, deswegen musst du dich morgen um X kümmern. Das legt man sich schon mal auf den Frühstückstisch oder an die Kaffeedose für den nächsten Tag. Ja. Ich glaube schon, Zukunfts-Rebecca ist eine badass Woman, die schafft das schon. Ja, das denke ich auch immer von Zukunfts-Paul so. Hey, morgen wird er die Hausarbeit in einer Stunde durchlesen. Und ich kann... Aber ich denke schon, auch wenn ich dann Zukunfts-Rebecca bin, denke ich schon manchmal böse über Vergangenheits-Rebecca. Ne? Ja. Du auch, ne? Ja. Okay, gut. Auch über Vergangenheits-Rebecca. Ich weiß. Ja. Nee, aber ja, klar. Ja, also bitte schreibt uns echt euren Umgang damit. Das interessiert uns total. Und ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, ob ihr sozusagen über das Prokrastinieren oder über die Tätigkeit des Prokrastinierens schon mal darüber nachgedacht habt, dass ihr verschiedene Selbste sein könntet in der Zukunft. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, das ist einer der besten, das finde ich immer noch cool an diesem Text, einer der besten Ansatzpunkte, glaube ich, so aus der Alltagserfahrung an diese Idee anzudocken, dass man ja vielleicht mit sich selber in der Zukunft ja so verschiedene Grade der Verbundenheit hat. Ja, genau, das finde ich richtig gut. Mhm. Okay. Wobei das ja eigentlich gar nicht das Ziel ist, aber das haben wir zumindest daraus genommen. Ist ja auch okay. Muss ja nicht immer mit den Intentionen der AutorInnen mitgehen, Leute. Ja. Kannst du selber Sachen draus ziehen. Genau, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Also dann bis zur nächsten Woche und habt ein schönes neues Jahr 2023. Ja. Ciao.